Hallo und einen schönen Mittwochvormittag. Es ist Masterclass Mittwoch. Wir haben 90 Minuten mit Oliver Wetter heute und es geht um Illustration. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Danke. Wir starten heute direkt rein. Wir haben einiges vor, wie immer. Hallo auch an den Chat. Hallo Andreas, Christine, Katrin, Ilana. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt die letzten 2 Wochen gut und entspannt verbracht. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ist ja meine erste Runde nach der Sommerpause und ich finde, wir können nicht besser starten als mit dir heute, Oliver. Wie geht's dir denn? Ja, sehr gut. Danke. Ja, was soll man sagen? Man hat jetzt noch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Also jetzt Gott sei Dank mal wieder. Und das hoffen wir doch, dass wir das in die gute Laune hier auch ein bisschen in den Stream mit reinbringen können. Das klingt gut. Die Sonne scheint wieder, das heißt, es geht nach vorn. Was hast du denn heute vorbereitet? Weil du bist ja immer so ein Überraschungspaket an Dingen mit einem klaren Plan. Deshalb erzähl mal kurz, was du heute vorhast. Ich habe ja schon erwähnt, es geht um Illustration, aber da gibt es natürlich noch mehr Infos dazu. Ja, genau, richtig. Illustration ist das Oberthema. Ich hatte mir ausgesucht, für heute was mit Stillleben zu machen, aus dem ganz einfachen Grunde. Das war das, was mich so ein bisschen hierher gebracht hat, vermutlich auch zum Stream, also weil da gab es dann ein bisschen Aufmerksamkeit und für mich völlig überraschend. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann greifst du das mal auf. Und per se wollte ich da jetzt einfach mal mit einsteigen, um zu zeigen, was es halt auch für Möglichkeiten gibt, dass auch sowohl Illustratoren als auch Konzeptartists da sich vielleicht was rausziehen können, so einen komplett anderen Workflow halt mal. Ich bin total gespannt. Ich kenne Stillleben nur aus der Schule und da war das wahnsinnig langweilig und ich möchte heute mal so richtig Stillleben feiern mit dir gemeinsam. Für alle, die gerade bei YouTube noch zuschauen, vielleicht kommt da kurz rüber zu Behance. Das Coole ist, bei Behance gibt es einen Chat und das ist ja das Wichtigste an diesen Adobe Live Sessions, dass ihr eure Fragen stellen könnt und so ein bisschen mitarbeiten könnt und Dinge ausprobieren könnt. Ich bin bereit für ein paar Fragen. Ich hoffe, du auch, Oliver. Ja, wo wollen wir denn heute starten? Was hast du denn? Was ist der Beginn unserer Masterclass heute? Also ich bin ja immer so jemand, der auch gerne mal ausprobiert und neue Sachen austestet. Und über die Zeit finde ich das Schöne daran, hat man auch so einen kleinen Backkatalog, in dem man so ein bisschen blättern kann. Und als erstes hatte ich halt jetzt überlegt, machen wir vielleicht mal eine kleine Zeitreise und fangen dann bei mir an. Das ist immer schön, auch über andere zu lachen, als nur über sich selbst. Also bei mir gerne willkommen. Ich habe da ein paar Sachen vorbereitet, die wir uns gerne einfach mal angucken können und vielleicht entstehen dann auch Fragen dabei und ich habe auf jeden Fall ein paar Anekdoten auch zu erzählen und von da aus geht es dann weiter. Und im zweiten Teil hatte ich dann halt vor, auch tatsächlich hands-on zu machen, mit der aktuellen Serie jetzt ein bisschen den Workflow zu zeigen, sodass man einen Einblick bekommt, was da passiert oder wie das entsteht. Das klingt wunderbar. Ich bin gespannt, wo du angefangen hast. Wie weit reisen wir denn zurück in der Zeit? Also jetzt muss ich mal überlegen. Ich hatte letztes noch drüber nachgedacht. Ich habe jetzt leider nur noch so ein paar digitale Aufzeichnungen, die zurückgehen bis 1999, 1998. Das war so die Zeit, da habe ich angefangen, für Mappen Bilder zu machen und mich so wie klassisch halt, wie man das so kennt, sich in einer Hochschule zu bewerben. Und da sind dann halt ein paar Bilder für entstanden. Aber es reicht eigentlich viel weiter zurück, denn so richtig angefangen habe ich mit verschiedenen Techniken zu experimentieren an 2000, also ja, der ist schon länger her. Da war ich aber so um die 14, 13, 14 und da ging das dann los mit also Bleistift, Polychromos, Aquarellstifte. Also heute, ich sehe das ja meiner Tochter, die sind dann direkt hier mit den, wie heißen diese Filzmarker, ja, mit denen halt wunderbare Markerzeichnungen machen kannst, so Wassermarker. Das gab es ja früher alles so noch nicht. Es gab es natürlich auch, die waren dann von Stabilo, aber nicht so, keine Ahnung, die haben nicht diesen schönen, weichen Übergang hinbekommen. Und, ne, und deswegen mit Bleistiften konnte ich viel arbeiten, viel machen und diese Polychromos haben halt auch diesen wunderbaren, da konntest du wunderbare Übergänge mit hinbekommen. Und ja, das hier sind dann zum Beispiel eine Sache, die hatte ich früher schon mal gemacht. Tatsächlich immer so ein Glas Wasser. Ich hatte das mal in so einem Zeichenbuch irgendwo gesehen. Und dann habe ich gedacht, das willst du auch mal hinbekommen. Und hatte dann meine Mutter damals noch gefragt, hast du noch so eine Packung Aspirin? Die fragte mich dann, wofür denn Aspirin? Ja, ich will ja so ein Stillleben malen. Ein Glas Wasser mit einem Löffel drin und eine Packung Aspirin. Die hat jetzt hier gefehlt, aber das war das erste Stillleben, was ich dann gemacht habe damals. Und deswegen kommt dieses Wasserglas immer wieder mal vor, weil ich finde, es ist ein guter Benchmark. Und man hat echt eine Herausforderung. Also hier sieht man auch, das sind perspektivisch, das ist nicht ganz richtig. Aber die Brechung ist auf jeden Fall gut und ich finde, da lernt man eine ganze Menge bei.
Du hast ja direkt an Glas gewagt. Ich finde, das ist ja eines der schwierigsten Dinge, die man zeichnen, illustrieren kann. Auf jeden Fall, das ist es auch. Aber das ist auch irgendwie spannend. Und ich finde, mit Bleistift alleine kann man das auch wunderbar hinbekommen. Das war dann ein bisschen gewagt. Das war noch sehr so Mischtechnik, wirklich alles drin. Da waren dann Kreide, Airbrush ein bisschen, Bleistift, Acrylfarben. Aber wie man sieht, so die Probleme mit der Perspektive waren auch immer noch da. Aber nur so zum Entschuldigung kann ich auch nur sagen, es war tatsächlich für die Mappe damals gedacht. Und wer weiß, es war auch vielleicht so die Intention, ein bisschen in die Werbeillustration zu gehen. Aber das war natürlich nicht das, was sie in der Schule sehen wollten. Ne? Es ist auch immer schwierig. Was wollen die sehen? Was soll man denn machen? Ist unglaublich schwierig, das Thema. Und ja, auch hier nochmal sowas. Das war dann ein bisschen mehr Aquarell, Tempera, was auch immer. Das ist immer ein schöner Style. So ein bisschen dramatisch, aber irgendwie ganz schön. Ja, aber halt auch, wie ich das rückblickend sehen kann, von der Komposition her total langweilig. Also kann man ruhig sagen, es ist wirklich nichts Besonderes. Und ja, aber es macht halt natürlich schon was aus, wenn man da einfach dran bleibt. Und das passiert ja halt eben nicht innerhalb von mehreren Wochen oder Monaten. Das ist auch, glaube ich, das, was viele gerade am Anfang von dem Studiengang leider so abhält, davon zu sagen, Mensch, ich sehe da kein Vorankommen. Ich denke, wichtig ist, dass man wirklich dran bleibt und dann auch sagt, Mensch, das Thema, das packe ich jetzt nach 2, 3 Jahren nochmal an und guck mal rein, wie sich das denn entwickelt hat. Und deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen leichter, jetzt hier in den Ordner reinzugehen. Die Sachen sehen schon ein bisschen besser aus. Vielleicht ein kurzes Feedback aus dem Chat. Ja. Die finden es jetzt schon toll und Wavy sagt so, es hat sie auch gemacht und hat auch selber Fehler gemacht. Also da hast du auf jeden Fall einiges an Verständnis. Okay. Und das, ja, Christine sagt, du wolltest ja noch lernen. Ja, wir wollen, glaube ich, alle noch lernen und man sieht, dass es bei dir schon ein guter Ausgangspunkt ist. Willst du mir jetzt erzählen, dass das, was wir gerade gesehen haben und das, was du gerade zeigst, der nächste Schritt war? Nicht ganz. Also es liegen leider noch 2 Stillleben dazwischen, die ich allerdings nicht mehr gefunden habe. Das hier sind jetzt halt digitalisierte Sachen von analogen Zeichnungen, die im Studium entstanden sind. Ich habe Airbrush Design am IBKK in Bochum studiert und die ersten Aufgaben, die man dort halt auch absolviert hat oder absolvieren musste, waren halt Sachen wie eine Kaffeemühle, eine Feder malen, meine Kugel von einem Hintergrund. Aber das sind alles so Techniksachen. Wenn man die dann mal verinnerlicht hat, dann sind halt die nächsten Aufgaben tatsächlich Stillleben. Und das ist allerdings schon eine Fortführung davon. Ich zeige aber mal kurz, dass das hier war ein Leistungsnachweis für das, ich glaube, erste Semester oder zweite Semester. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich bis heute noch stolz bin, weil das halt wirklich, also perspektivisch korrekt ist, einigermaßen. Und es ist wirklich vom Objekt abgemalt. Das heißt, ich habe mir die Mühe gemacht, das hinzustellen. Das waren Sachen, die ich damals in meinem Apartment hatte. Habe die so drapiert und die Skizze so übertragen. Und natürlich anhand von Fotos, weil die Lichtstimmung hat sich ja geändert. Ne? Aber dass man zumindest mal sagen kann, das hat so, das hat wirklich so da gestanden. Und ich konnte jeden Tag nochmal dran gehen, mich dann für ein paar Stunden dran setzen. Ne? Heute unvorstellbar, aber... Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Katrin sagt auch, wie gut kann eine Tasse aussehen und ja, unfassbar. Wavy sagt, sie hat auch mit Airbrush begonnen, das war ihr dann aber zu clean und sie findet die Reflexion toll. Sag mal, du erzählst es gerade so locker und leicht raus, du hast Airbrush Design studiert. Ja. War das ein Ziel? War das immer so der große Wunsch oder wie kommt man dazu? Ich frage, weil... Bei mir hat es immer geheißen, wie du willst auf eine Zeichenschule gehen. Was macht man denn damit? War das bei dir ähnlich oder wie bist du dazu gekommen? Ja, ich musste aber wahrscheinlich auch ein bisschen weiter ausholen. Aber ich wollte halt eigentlich auch so den klassischen Weg einschlagen über eine Kunstschule und hatte mich damals an der HBK Saar beworben, weil das bei uns jetzt, sag ich mal, die nächste war. Als weitere war noch Kassel angedacht und Burg Giebichenstein wäre wahrscheinlich am passendsten gewesen für mich, weil ich immer Buch, naja, eigentlich wollte ich immer CD-Cover-Illustrationen machen und da, mit Buch konnte ich mich dann auch noch arrangieren und von daher wäre Leipzig natürlich dann auch noch interessant gewesen, aber da hatte die Entfernung natürlich eine Rolle gespielt und so hatte ich mich dann tatsächlich eher auf Saarland konzentriert und alles dafür angesetzt. So, jetzt hatte ich dann meine Mappe mit wie vielen Arbeiten fertig, hatte mich dann dort beworben, allerdings habe ich 2 Mappen fertig gemacht und zwar hatte ich eine für Design und eine für Kunst.
fertig gemacht. Und das war letzten Endes das, was mir das Genick gebrochen hatte, weil die Absage, die ich bekam, war, weil ich mich hätte entscheiden müssen. Entweder für Kunst oder für Design. Aber beides wäre nicht gegangen. Und ich, für mich war vollkommen klar, ich will beides machen. Weil beides zusammengehört, meiner Ansicht nach. Und das stieß dann damals irgendwie so auf Unverständnis, dass ich gesagt habe, na gut, dann gehe ich eben auf eine private Schule und gehe meinen Weg so. Und das habe ich dann auch gemacht und hatte mit dem IBKK in Bochum halt eine Stelle gefunden, einen Studiengang mit Airbrush Design. Und ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt, hatte dann aber gesehen, dass da alle Sachen, auch Illustrationen halt mit möglich wäre. Und dann habe ich gedacht, na gut, das ist ja das, was ich eigentlich wollte. Also Illustration war für mich der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Und das andere kam dann einfach danach. Und wie du auch schon, wie andere jetzt gerade eigentlich schon gesagt haben, was die abgeschreckt hat, war natürlich dann der Realismus, dieses Clean bei dem Airbrushen. Und das hier zeigt dann zum Beispiel auch schon, dass ich mit der Zeit dann immer ein bisschen, na, ich möchte mal sagen, mutiger geworden bin. Und deswegen bin ich auch heute noch dankbar für diese Möglichkeiten in der Schule. Denn was die gemacht haben, war, sie haben mir die Grenzen gesetzt. Ja, das ist das Thema. Aber wie ich es umsetze, war mir überlassen. Das heißt, hier habe ich dann schon, wie man sieht, den Hintergrund mit Pinseln ausgefüllt. Bei anderen Bildern bin ich hingegangen, da hieß es dann Tier mit Fell. Dort habe ich halt die Leinwand mit Gesso strukturiert und dann Farbe drüber appliziert und die dann wieder mit dem Schleifpapier rausgerieben, sodass die Pinselstruktur das Fell ergeben hat, aber nicht das einzelne Malen der einzelnen Strähnen. Und mich hat es immer wieder erstaunt. Jedes Mal habe ich diese Grenzen gepusht und habe gedacht, jetzt kommen sie und sagen, nee, das geht nun wirklich nicht. Und das Ergebnis war immer wieder, oh, gut, wunderbar, weiter so. Und ich dachte so, okay, das ist ja, also kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Ich gebe mir alle Mühe, das zu sagen, nee, das geht nicht. Und ja, und dann kommt es dann doch wieder, dass ich, ne, und das wurde mir klar, nicht der Weg ist das Wichtige, sondern halt das Ergebnis. Und wenn das übereinstimmt mit dem, was es darstellen soll, dann ist es auch Illustration. Dann kann man das auch machen. Das hier, da ging es ums Thema Rost, Metall. Und dann hatte ich mir gedacht, na gut, malst du mal so einen Arm wie so eine Bestandsaufnahme von einem Museum der Zukunft, die so einen Cyborg-Arm finden. Deswegen hier Historical Museum of Cyber Technology. Fand ich witzig. Und das existiert auch noch so in 50x70 Größe. Und das ist eine der wenigen Sachen, die noch gut intakt sind halt. Ja, und deswegen, das ist immer so ein Benchmark, wie man denn sich da weiterentwickelt hat. Ich finde es unfassbar und ich finde es schön, dass du jetzt gerade sagst, du hast das ja in echt gemalt. Das ist ja was, das du aufhängen könntest oder kannst. Ja, richtig. Ich finde schön, dass du da gestartet hast, weil wenn du jetzt eine digitale Illustration davon machen würdest, wäre das natürlich auch wahnsinnig beeindruckend. Aber da hast du halt immer die Option zu ändern und vor und zurückzugehen. Aber in dem Fall hast du halt diese eine Chance und kannst du radieren und abkratzen, bis das Papier alle ist. Aber das war's halt dann. Ja, genau. Das sind die Sachen, die ersten Lektionen, die man so lernt. Wenn es auch mal auf dem Untergrund ist, dann musst du gucken, wie kriege ich es wieder weg. Und ja, deswegen arbeitet man bei Airbrush natürlich viel mit Masken und mit Skalpellen und Radierstiften. Aber ja, wie du schon sagtest, irgendwann sieht man es halt. Ne? Beim guten Karton kann man 3-4 Mal drüber kratzen, aber selbst der gibt dann irgendwann nach. Oder man sieht es halt gegen das Licht. Und das ist ja, wenn du eine Ausstellung hast, bei Exponaten ist das ja auch nicht unbedingt so erwünscht, dass man dagegen guckt, ach, guck mal da hat er gekratzt, das ist jetzt nicht so schön. Noch fieser ist natürlich Leinwand, weil da kannst du eigentlich gar nicht kratzen. Ne? Ja, das stimmt. Ach so, und hier war noch eine Geschichte, doch, ja, mit Leinwand geht's auch. Ich hatte, das war für eine Ausstellung mal entstanden, wieder mal das Glas mit Wasser. Nur hierbei, das hatte ich tatsächlich auch so aufgebaut. Ich hatte diese Limette, hatte ich dann wirklich mit so einem Nylonfaden aufgehangen an der Decke, dass die auch so da drauf balanciert. Aber irgendwann musste ich das halt mit dem Foto weitermachen, weil es tatsächlich immer wieder runtergefallen ist. Ne? Aber man sieht, da liegen jetzt ungefähr 5 Jahre dazwischen, zwischen dem ersten mit Bleistift und dem hier. Ne? Und das heißt also, ja genau, hier, das war jetzt ein bisschen ein Experiment. Das ist nämlich auf Leinwand entstanden. Dann ist da so ein Papiercollage draufgeklebt worden, aber reines weißes Papier oder so Magazinpapier, das ist ein bisschen dünner. Und dann nochmal mit Gesso grundiert und dann die Skizze drauf und dann komplett nachgemalt. Also auch da schon ein bisschen experimentiert und damals war Dave McKean eine sehr große Inspiration. Was ich immer so geliebt habe, ist das, oder immer noch, dass der halt wirklich diese klassische Malerei, Collage und Fotografie miteinander so kombiniert, dass man denkt, Mensch, wie hat er es denn gemacht jetzt? Das hat mich immer fasziniert.
Den Moment habe ich bei dir auch ganz oft. Und Stefan meint gerade im Chat, der Bub kann das. Hört sich an, als ob das so ein kleiner Insider wäre, aber ein riesengroßes Kompliment natürlich an die Arbeit. Und Christine sagte, sie findet den Cyborg-Arm super cool. Danke. Also wahnsinnig viele Komplimente. Im Chat wird es auch immer voller. Hallo Doris, warst gerade vorhin, glaube ich, noch nicht da. Hallo auch an dich, Stefan. Schön, dass du da bist. Falls ihr Fragen habt, haut drauf. Wir haben heute... Was ist los? Okay, nochmal von vorne. Falls ihr Fragen habt, wir haben heute 90 Minuten Zeit. Ist eine Masterclass. Ihr könnt alles fragen, was ihr denn so auf dem Herzen habt. Zum Karriereweg von Oliver, wie er da hingekommen ist. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Und natürlich zu unserem Thema heute, Stillleben. Genau. Ich habe hier noch eine, das ist mal wieder so ein Zwischenstand von 2015. Nächster Stopp in der Zeitreise. Und das ist mit einem iPad entstanden und auch einige der ersten Male, wo ich es dann wirklich komplett vom Objekt abgemalt habe. Also das ist halt auch eine Sache, die ich finde halt immer sehr, sehr wichtig ist, dass man halt sich mal auch, man kann vom Foto abmalen, man kann auch mit 3D-Modellen arbeiten, aber hier konnte ich halt eine Sache einsetzen, da fällt mir auch noch eine Anekdote zu ein, die das halt eben hier in dem Ordner mit drin ist. Also das hier wollte ich halt ganz gerne halt auch als Goodie in dem Discord nachher verlinken. Da gibt es nämlich noch ein kleines Videos, Entstehungsvideo dazu und kann das nochmal so ein bisschen laufen lassen. Für jemanden, den es wirklich interessiert, wie man da, also den Prozess halt nochmal nachzuvollziehen. Aber was mir dabei halt aufgefallen ist, dass wenn man Sachen vom Objekt abmalt, sind zum Beispiel zylindrische Formen, die sind halt immer gerade. Und das ist eine Sache, die meinem Dozenten damals aufgefallen ist. Ich hatte dann halt mal gedacht, naja, bist du mal schlau, machst du mal eine Vorlage im 3D-Programm. Damals ja auch schon gedacht, so, ich kenne mich ja damit aus, kann ich ja machen. Und dann ist ihm dann später beim Durchgehen der Airbrush-Arbeiten, ist ihm dann aufgefallen, Moment mal, hast du das denn vom Foto gemalt? Und ich dann so, warum? Oder nee, natürlich nicht. Und er dann so, weil die, da war eine Kerze drauf, Kerze, ein Stein und irgendwas anderes, noch ein Obst. Und diese Kerze war halt nach oben, ging die auseinander. Und das passiert halt, wenn du mit einem Foto arbeitest oder mit einer Verzerrung bei einem 3D-Programm. Und das konnte er, trotzdem das halt analog gemalt ist, halt auch sehen. Ne? Und das war dann ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, also das kannst, gibt Sachen, die kannst du halt nicht faken. Ne? Also, deswegen auch hier diese Sache mit den Sachen wie die Kerze oder auch die Flasche, das sind Sachen, da muss man, wenn es vor dir steht, mach es automatisch. Du siehst die ja nicht verzerrt, du siehst es gerade. Unser Gehirn macht das immer, gleicht das immer schön aus mit Tilt-Shift. Aber wenn du von einem Foto abmalst, übernimmst du die Fehler der Kamera. Und da muss man schon sehr genau hinschauen. Oder? Richtig, richtig. Aber das sind so Insider-Sachen, die muss man wissen. Und deswegen, so ein Professor, wenn man jetzt, sage ich mal, so wirklich eine Mappe vorbereitet für eine Schule und man denkt dann, ja, klar, mache ich vom Foto, der Prof, der kann das wahrscheinlich sehen. Also von daher sollte man sich das auch hinter die Ohren schreiben und sagen, okay, dann setze ich mich doch tatsächlich mal hin. Und ich finde es auch so schön, man kann ja sich mal inspirieren lassen, auch bei Pinterest oder DeviantArt habe ich vorher mal sehr gerne einige Freunde, Kollegen gehabt und mal geguckt, was haben die denn so gemacht? Da waren ganz tolle Sachen dabei mit einem PlayStation-Controller und einer CD, die daneben gelegen hat. Ich meine, Respekt, wenn man eine CD mit all der Spiegelung dann so abmalt, Wahnsinn, ne? Und aber das habe ich dann auch gesehen, wow, es kann ja auch anders gehen. Es muss nicht immer langweilig sein, ne? Und ja. Ich finde ja an deinen Motiven, weil du gerade sagst, langweilig, ich finde spannend, welche Dinge du kombinierst und deshalb freue ich mich auch schon zu sehen, was du heute mitgebracht hast. Aber nochmal zu dem, da muss man doch wirklich wahnsinnig genau hinschauen, oder? Wenn man von einem Foto abzeichnet. Du meinst das von genau, Leben. Genau, ich glaube, ja, auf den ersten Blick wird es den wenigsten auffallen. Ja, also es sind halt Sachen, die Wahrnehmung, die ändert sich halt. Ich glaube, das sind Sachen, die machst du mal und dann gehst du natürlich durch die Welt und guckst Sachen ganz anders an. Und dann achtest du auch drauf. Und erst dann, wenn es dir aufgefallen ist, dann kannst du es auch in deiner Arbeit umsetzen. Aber abgesehen davon ist es so, dass Stillleben halt immer auch eine persönliche Sache ist, also sehr persönlich, weil du hast ja meistens Sachen da drin in deinem eigentlichen Umfeld, die du dann mit reinnimmst. Ne? Oder was jetzt ein Handy ist und früher war es dann vielleicht mal ein Walkman oder was weiß ich. Es kann ja alles spannend sein. Ne?
Und ja, ich sag mal so, ich habe jetzt auch diese ganzen Sachen hier mit dabei, mehr oder weniger auch als Entschuldigung für das, was noch folgen wird. Das ist schon mal so ein Vorab, für mich wichtige Vorab-Entschuldigung, denn ich möchte damit einfach auch zeigen, ich kann es ja. Also es, ich habe das alles mal gemacht, ich war mal da, ich habe von Bleistift über das klassische Malen mit Farbe, Airbrush bis hin zum digitalen Malen auf dem Tablet, habe ich ja alles durch. Und ich finde es lustig, dass es als kleine Vorwarnung mehr oder weniger rausgeht. Es ist natürlich klar, dass du das kannst, deshalb bist du ja hier, sonst hätte man dich gar nicht eingeladen. Das freut mich auch, ja. Du hast gerade gemeint, du hast ganz viele Sachen ausprobiert und bist ja dann zum Digitalen gewechselt. Was war so die größte Schwierigkeit und was hat dich am meisten gefreut, digital illustrieren zu können dann irgendwann? Ja, man denkt ja zuerst, Steuerung Z wäre das Riesending, aber der Punkt ist, wenn du ständig zurückgehst, kannst du ja nie vorwärts kommen. Also war das für mich irgendwann auch keine Option. Ne? Ich hatte so meinen, ich sag mal, gedanklichen Durchbruch mit dem, was mir das digitale Malen auch oder auch insbesondere das direkte Malen auf dem Tablet war, der Augenöffner für mich war. Als ich vom normalen Zeichentablet, also in dem Fall von so einem Intuos-Tablet hin zu einem Cintiq gewechselt habe damals. Und ich hatte halt auch nicht für möglich gehalten, dass das jetzt irgendwie großartig ist. Man denkt ja, ach, ich kann doch zeichnen, ich kann doch malen. Auch, ob ich jetzt hier zeichne und dort schaue oder ob ich jetzt halt direkt auf dem Untergrund, wird ja nicht viel ausmachen. Ne? Und dann habe ich aber damals auch sehr viel für Buchverlage gearbeitet. Und dann hatte ich mir aber schon angewöhnt, immer Bleistiftzeichnungen zu machen von einer Figur. Auf einem nächsten Blatt hatte ich dann den Hintergrund so ungefähr skizziert, hatte später als eingescannt und in Photoshop schon direkt als zwei Ebenen angelegt. Aber versuch mal von der Bleistiftskizze, du musst trotzdem mit deinem Lasso drumherum gehen, du musst die Figur ja freistellen. Und dann hast du ja immer noch das Papier, was da drunter liegt. Das heißt, selbst wenn du eine Überlappung hast, scheint das Objekt nicht mehr durch. Also all diese Probleme, die eben zu der Digitalisierung hin so mit sich kommen. Und dann hatte ich halt dann diesen Wechsel zu dem Pen-Display hin. Und festgestellt, dass ich diese Verschiebung mit einem ganz einfachen Workflow ja hinbekommen kann, wenn ich eine Ebene habe für die Figur, eine Ebene für den Mittelgrund, eine Ebene für den Hintergrund und dass dann diese Wünsche der Kunden, gerade bei Illustrationen, wenn es dann heißt, ach nein, die Figur sollte vielleicht 3 Zentimeter weiter links, ist das digital überhaupt kein Problem mehr. Und das war für mich so der größte Punkt, an dem ich gesagt habe, so ja, hier bleibt sie jetzt, das ist ja wesentlich einfacher, ne? Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und du hast recht, natürlich nicht zu viel Command Z, weil sonst kommt man nicht voran. Ist ein guter Punkt. Und es ist ja auch meistens oder ganz oft unnötig. Da löscht man Dinge, die eigentlich schon gut sind, wie sie sind. Ja. Während wir quatschen, hier ein kurzes Hallo an den Chat wieder. Christoph ist da, ist ja auch ein bekanntes Adobe Live-Gesicht, wenn es um Fotografie geht. Schön, dass du es heute geschafft hast. Sean Kosel haben wir vorher gesehen. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und natürlich ist Andreas da und Julia hat sich auch in den Chat verirrt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du aus dem Urlaub wieder zurückgekommen bist. Volles Haus heute, ja. Tim, du sagst es genau richtig. Wunderbar. Wie geht's denn bei uns jetzt weiter? Jo, genau. Ich denke, das hier ist soweit durch. Sollte eigentlich ein Bleibschutz sein, aber der knallt die ganze Zeit. Ich bin das nicht gewöhnt. So, ja genau, dann gehen wir mal hier durch, was mich eigentlich hierher gebracht hat. Und das ist jetzt die aktuelle Serie. Das heißt, da liegen ja schon wieder so 6 Jahre dazwischen, seit dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und ja, was mir bei der Geschichte halt wichtig war, ist halt diesen Impressionismus auszuleben oder hinzubekommen, den ich in der Malerei jetzt so zu schätzen gelernt habe, aber in einem anderen Projekt, also gerade in dem, was wir in den letzten zwei oder sagen wir mal dem ersten Stream halt hatten, da hatte ich ja auch lange Zeit jetzt die Hudson River Schule studiert, gerade diese Landschaftsbilder und das ist ja jetzt natürlich nicht direkt Impressionismus, aber die Techniken sind dieselben und ich denke, dieses Studium hat mir dabei sehr geholfen, das so hinzubekommen, also Techniken wie Sfumato, das ist zum Beispiel, wie jetzt hier die harten Kanten verschwinden und ins Dunkle halt absaufen so ein bisschen, das haben die klassischen Maler ja unglaublich gerne gemacht und das war halt eben auch Sachen, die für mich jetzt persönlich wichtig geworden sind. Und dann hatte ich natürlich halt auch überlegt, ja, wie kriegst du das hin? Aber auch das hier, die Technik, um die es jetzt halt hierbei geht,
ist halt eine Sache, die ist jetzt auch nicht von jetzt auf gleich entstanden, sondern ja, ich möchte mal sagen, es hat so 1,5 Jahre gedauert, bis ich da diese, ja, wie ich sagen konnte, jawohl, das ist es. Und das kannst du jetzt halt auch mit mehreren Bildern umsetzen. Genau, und da wollte ich jetzt mal ran, das ein bisschen zu erzählen. Sehr schön. Mit der Serie, jetzt hast du gerade den Vogel abgeschossen, der Chat dreht durch. Julia freut sich natürlich, weil sie ein Bild davon schon an der Wand hat von dir und weist auf deinen wunderbaren Online-Shop hin. Also vielleicht hat Tim kurz Zeit und kann den in den Chat posten und vielleicht auch gleichzeitig noch dein Behance-Profil. Das ist ja ohnehin verlinkt über dem Chat. Aber natürlich wäre es schön, das Ganze nochmal jetzt kurz zu sehen. Super, du bist ja auch bei Patreon aktiv und ich freue mich da immer, wenn man dann bei Instagram sieht und ich denke mir immer, meine Güte, jetzt bin ich noch immer nicht dabei, habe schon wieder was verpasst. Ach, alles gut. Das funktioniert bei dir wunderbar. Also ich kriege da immer so ein bisschen FOMO. Okay. Muss man das irgendwann noch anschauen. Sehr gerne. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe halt auch für viele, die es halt eben nicht zu Patreon schaffen, habe ich halt auch ein Gumroad. Und das ist halt, es ist nochmal was anderes. Ich sage mal, bei vielen ist es ja so eine Sache, das erscheint zuerst bei Patreon und dann geht es danach zu Gumroad oder zu einer anderen Plattform. Bei mir ist es so, ist es ein bisschen getrennt. Also Patreon ist bei mir tatsächlich die für Leute interessant, die gerne als erstes dabei sein wollen, weil wenn irgendwas als Neues als erstes entsteht, dann wird es dort als erstes gepostet. Und einfach aus dem Grund, weil ich halt keine Zeit habe, so viel da reinzustecken. Ich habe auch vieles probiert. Anfangs habe ich Photoshop-Dateien geliefert, die Brushes. Das mache ich heute noch, wenn ich mal wieder ein Sammelpackage habe. Aber die Nachfrage war einfach gar nicht dafür da. Und es hat sich halt gezeigt, das ist ein ganz anderer Schlag von Menschen, die da hinkommen. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, muss ich sagen. Und bei Gumroad ist es so, dort geht man ja eher hin, wenn man sagt, man möchte ein Tutorial, ein Guide haben, wie hat er das gemacht? Oder eben Presets. Und jetzt kommen halt eben so ein paar Sachen dazu. Ich habe gestern noch ein paar neue Produkte eingestellt bei meinem Gumroad-Shop, damit man das halt mal ein bisschen sehen kann. Das sind hier zwei neue Packages. Und wie das entsteht und was man damit machen kann, das will ich jetzt gleich eigentlich mal noch zeigen. Okay. Genau. Also wenn du bereit bist, ich bin bereit. Können direkt loslegen. Ein kleiner Hinweis, du bist ja heute nicht zum ersten Mal da. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Runde oder so und alle Streams waren immer vollgepackt mit Infos und super hilfreichen Links. Und ihr könnt den Großteil davon noch bei Discord finden. Den Discord-Link findet ihr unter unserem Video hier. Und schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir quatschen da weiter, wenn wir nicht streamen. Und du hast ja ein wunderbares Paket geschnürt und alles gepostet dort. Also für alle, die sich nochmal die alten Sachen ansehen und jetzt heute dabei sind zum ersten Mal, holt euch auf jeden Fall die Links auf Discord. Genau, richtig. Da kommen auf jeden Fall zwei mit dazu. Das eine ist mal das Video mit dem, ich möchte mal sagen, Self-Assigned Workshops, habe ich ja sehr viele, Self-Assignments, in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt das Thema vor, worauf soll ich achten, was ist wichtig? Und manchmal hilft ja so ein Video, dass man einfach sieht, okay, das habe ich halt eben mit drin für heute und halt eben ein Preset für ein Programm, mit dem ich heute arbeiten möchte und wo wir jetzt auch direkt loslegen. Also, das hier war jetzt für mein aktuelles Bild, was ich jetzt drin habe. Es ist noch nicht sicher, dass ich es wirklich drin behalte, aber zum Zeigen, wie die Technik halt funktioniert, ist es halt eigentlich am allerbesten geeignet, wenn es wirklich was Einfaches ist. Und dafür habe ich mir dann hier dieses von Adobe Stock dieses Bild gekauft, einfach damit wir da direkt einen Überblick haben. Und für jemanden, der es vielleicht auch nachvollziehen will, der kann das auch machen. Hier unten steht, Moment, steht die Nummer noch, dann kann man das halt auch finden. Darum geht es halt, denn wie jetzt vielleicht einige das dann auch enttäuscht schon feststellen, ach, da hat er doch mit Fotos gearbeitet bei dem Projekt. Und wie gesagt, nochmal zu meiner Entschuldigung so ein bisschen, es ist einfach, für mich hat das Ganze angefangen vor 1,5 Jahren, das war so ein Side-Project und ich hatte das auch gar nicht im Sinn gehabt, das Ganze mit Fotos zu machen. Nur es ist manchmal so, wenn du schon, sag ich mal, den Tag so durchgeplant hast, dann bist du eigentlich froh, wenn du mal was nebenbei hast, wo du sagen kannst, ach komm, hier machst du mal ein bisschen was. Die Leinwand ist noch nicht, leer, da ist ja schon was und du fügst was hinzu. Und wenn dann nachher was ganz anderes bei rauskommt, dieser transformative Prozess eben, dann hat das auch so ein bisschen einen Entertainment-Charakter. Also das ist dann was, wo man sich drauf freuen kann.
abends. Und für mich war das einfach sehr wichtig, denn viele meiner Projekte dauern so 80, 90 Stunden, diese Landschaftsbilder beispielsweise. Und dann ist auch vieles davon ist einfach nur Rendering. Und das ist ermüdend, das dauert lange. Und dann, ich habe noch eine Porträtserie, bei denen, ne, dann kann ich mich auch wirklich nur auf eine Sache konzentrieren und das dauert dann auch mal nur 5, 6 Stunden. Und bei der Geschichte hier hatte ich mir dann gedacht, na, das wäre mal schön, wenn man da auch was hätte, was auch nicht länger dauert. Einfach damit man wieder was Neues anstoßen kann. Denn für mich ist es so, ich bin auch eher der ein Konzeptartist oder ein Konzepter. Also für mich sind Konzepte wichtiger oder die Ideen wichtiger als der Stil. Ich entwickle Stile und ja, wenn das funktioniert, dann entwickle ich einen neuen Stil. Ne? Also ist auch eher unüblich, weil ich glaube, viele Illustratoren fördern eigentlich nur einen Stil und kriegen natürlich deswegen auch viel mehr Popularität als andere, oder als ich jetzt in dem Fall, weil sie halt einfach da dranbleiben. Naja, ich kann nichts dagegen tun, bei mir ist es eben so. Und ja, also anfangen, oder der Anfang ist eigentlich immer da mit einem Foto, was mich halt inspiriert. Und ich hatte da letztes Jahr halt auch noch Credits bei einer anderen Stockfotoseite, die ich aufbrauchen musste. Und dann sagte ich mir, okay, das ist ja eigentlich perfekt, wenn du jetzt so eine Serie hast, weil dann kannst du die Bibliothek erstmal füllen und dann mal gucken, was dich inspiriert. Als erstes geht es dann bei mir immer los mit so einer Skizze. Das heißt, da sind dann so die Objekte erstmal zu sehen, ob das in irgendeiner Form funktionieren kann. Das Schöne ist ja, ich kann ja nichts kaputt machen dadurch. Aber im besten Fall sehe ich, dass eine Sache funktioniert. Hierbei war es halt so, das war jetzt eine relativ einfache Komposition. Also im Endeffekt wirklich so eine ganz einfache Sache. Für mich war es aber jetzt wichtiger, dass man halt die Chance hat, eine Komposition daran zu machen, die mehr draus macht. Also die wirklich, wie ich vom letzten Mal schon mal gezeigt habe, dass man halt wirklich so diese Einkreisungen da drin hat. Ne? Also oder es können natürlich auch andere Formen funktionieren. Aber das ist gerade sehr langsam, der Rechner. Ich muss gleich mal gucken. Ich weiß auch, woran es liegt. Alles gut. Du hast gerade erwähnt, du probierst wahnsinnig viele Dinge aus, aber du hast jetzt einfach mal dir überlegt, mit Stockfotos zu arbeiten und dich ein bisschen so von deinen Fotos inspirieren zu lassen. Hast du denn ein Thema, wo du sagst, das kommt dann als Kombination dazu? Weißt du das schon vorab oder ist es wirklich so einfach mal drauf los und schauen, was passiert? Das war, bei der Geschichte war es durch Zufall entstanden, dass ich halt ein Objekt hatte und gedacht habe, na gut, probierst du das halt mal. Was mich allerdings gestört hat, war halt diese Fotogeschichte und ich wollte halt weg von dieser Fotosache und dass es halt wirklich eher gemalt ist. Und dann hatte ich halt eben mit einem Tool gearbeitet und aber auch über eine ganz andere Schiene herausgefunden, was man damit machen kann. Ja? Ich zeige mal ganz kurz eine andere Sache, bei der ich das nämlich herausgefunden habe. Und zwar sind das hier Bilder, die damit entstanden sind. Und das waren Sachen, die ich halt für einen Kurs, weil ich das Programm auch in meinem, ich stelle auch in meinem Kurs immer ganz gerne Sachen vor, weil ich genau weiß, da sind auch Leute so wie ich, die sagen, boah, wäre ja mal schön, wenn man was hat, was man zum Beispiel auch als Basis für eine Illustration nehmen kann, ohne dass man das Foto komplett übermalen muss. Ich meine, geht auch mit anderen Programmen. Verschiedene Programme bieten das ja an. Wichtig ist immer, dass es halt eben nicht, sage ich mal, direkt aussieht wie ein Foto. Ne? Und es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn Photoshop halt irgendwann mal diese Sachen halt drin hat. Ich nehme an, das ist auch auf der Agenda, nur eben hat es wahrscheinlich nicht so die Prioritäten. Ne? Und das sind halt Sachen, bei denen ich halt wirklich, was ich halt mag, ist, wenn halt wirklich diese klassischen Sachen wie jetzt hier, du hast halt einen beigefarbenen Untergrund und der scheint an verschiedenen Stellen einfach durch. Und mit dem Programm konnte ich das jetzt tatsächlich umsetzen. Und ich weiß, ich spanne euch da jetzt so ein bisschen auf die Folter, aber ich möchte ja auch so ein bisschen einen Spannungsbogen aufzeigen. Und für mich ist immer wichtiger, wenn man sieht, was kann ich denn damit machen, bevor ich denn überhaupt weiß, wie es geht. Also das nimmt so ein bisschen was vorweg. Und, das sind jetzt Bilder, die du stilisiert hast und kombiniert hast mit. Okay. Richtig. Wobei, da ging es jetzt tatsächlich eher nur um die Technik und um eigene, eigene Looks zu kreieren, so die ich halt später anwenden konnte. Und das sind halt Sachen für
ein Programm, da kommen wir aber gleich noch zu. Wollte jetzt nicht zu viel durcheinander machen. Wichtiger wäre mir jetzt halt eben, den Ablauf hier jetzt weiter fortzuführen. Denn also die Basis ist tatsächlich immer so, dass es mit dem Foto losgeht. Und dann mache ich mal eine ganz grobe Skizze mit rein, dass ich so von den Silhouetten her auch sehen kann, wie es funktioniert. Hierbei hatte ich die Idee mit Tetris. Bei anderen war es jetzt ja auch immer so ein bisschen Popkultur inspiriert, deswegen die Sache mit den Helmen. Ich will nicht sagen, dass ich damit fertig bin. Da kommen noch ein paar Bilder in der Richtung. Aber ich wollte jetzt mal was Neues haben. Und die aktuelle Serie dreht sich ein bisschen mehr um Games, also Spiele. Und da habe ich schon eine Illustration fertig zu. Und das hier wäre jetzt die zweite im Bunde. Und da hatte ich mir halt eben dazu gedacht, naja gut, ich hatte zuerst halt auch leuchtende Steine bei Tetris im Kopf. Ne? Also jeder, wenn er an den Namen denkt, ah, das sind doch die bunten Steine, die von oben runterfallen. Ne? Ja. Dann habe ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht und gesagt so, nee, das ist eigentlich nicht das, was du willst. Weil wenn ich was mache, dann mache ich auch eine Hommage. Und in dieser Hommage ist es so, dass es von einem russischen Programmierer stammt. Und wenn man sich den Gameboy von Anfang der 90er Jahre anschaut, dann ist das auch ein Brocken, nicht mehr wie heute die Switch, die halt ja dagegen super filigran wirkt. Und ja, geschuldet ist das dann der Geschichte und zwar teilweise auch der Architektur, der russischen Architektur. Das ist halt der Brutalismus. Und dementsprechend dachte ich mir, nee, wenn du wirklich eine Hommage machen willst, dann musst du dem Brutalismus auch eine Hommage anbieten. Und deswegen müssen diese Steine tatsächlich vielleicht nicht ganz so dunkel sein, aber sie müssen eigentlich aus Beton sein. Das ist vielleicht nicht so schmeichelhaft, aber ich finde, die Blumen, die lockern das Ganze dann wieder ein bisschen auf. So. Natürlich ist ja auch eine schöne Herangehensweise. Ich meine, du hast ja wahnsinnig viele Gedanken dazu. Ja. Ja, das ist wichtig. Also ich versuche mal dann direkt zu recherchieren. Und dadurch kostet es dann doch wieder mehr Zeit, als man eigentlich am Anfang denkt. Aber ich finde, das sieht man nachher auch. Und deswegen war es auch wichtig, dass es eher eine 2D-Stilllebengeschichte ist. Das springt es wieder komplett raus zu den anderen. Obwohl die anderen sind auch, naja, geht so. Aber hier war es auch wirklich wichtig, dass dieser 2D-Charakter halt rüberkommt. Dann weiß man doch direkt, woran man einen Bezug hat. Und dass es eben nicht so ein typisches, ach ja, hier geht es um die Technik und den Stil. Sondern eben, dass man auch, wenn ich mit einem Foto arbeite, habe ich ja die Wahl. Ich kann eine Komposition so treffen wie ein Regisseur oder ein Produzent bei einem Film eben auch. Ne? Der trifft ja auch eine Entscheidung. Und das, was wir nachher im Film sehen, ist ja das Ergebnis dieser Entscheidung. Auf den Punkt. So, und jetzt ist es so, wenn ich für mich die Komposition funktioniert, so funktioniert es natürlich nicht ganz, also hier müsste jetzt eigentlich noch ein Stein hin und hier vielleicht noch ein kleiner, dann hätte ich hier diese Einschließung, dass ich sagen könnte, naja, ich habe zumindest mal eine Kreiskomposition. Aber im Grunde reicht es für mich schon und der nächste Schritt war für mich dann, dass ich hier in einem 3D-Programm die Steine halt gebaut habe. Grundsätzlich sieht das erstmal sehr komplex aus, aber eigentlich ist es immer, es ist nur ein Würfel gewesen, bei dem ich dann mit Hilfe von der Maskierung was eingedrückt habe, an einer anderen Stelle was rausgezogen, wieder was, ein ganz anderes Muster, eben wie diese Steine halt bei dem Spiel auch aussehen. Und das hier ist eine relativ einfache Sache, da kann ich die dann einfach duplizieren und so arrangieren, wie ich sie haben möchte. Und das nimmt mir gerade ziemlich viel Arbeitsspeicher weg, deswegen muss ich es auch gleich zumachen. Aber ich dachte, ich zeige es halt einfach mal. Ist eine Sache, die kann man auch mittlerweile, denke ich mal, durchaus mit anderen Programmen realisieren. Bei mir ist der Workflow eher, dass ich dann sage, ich mache das in ZBrush und gehe dann rüber zu Keyshot, weil ich halt das Bundle halt habe. Hier gibt es einen extra Bridge in ZBrush, mit dem ich auf den Renderer gehen kann und der öffnet dann Keyshot und rendert es für mich. Und wenn ich hier was drin ändere, ändert das natürlich auch im Renderer. Ich gehe mal davon aus, dass das hier mit der Substance-Geschichte halt ähnlich aussehen kann. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, dass bei der Substance Suit, wenn die rauskommt, also wenn die für mich interessant wäre, auch komplette Stillleben da drin stagen kann. Aber ist leider dann nicht so spontan. das war abzusehen, dass das passiert. da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir bleiben heute in Photoshop. Ja, genau. Und meine Frage, du hast ja alles jetzt in 3D nachmodelliert. Mhm. Was ist der Hauptgrund? Warum modellierst du es nach? Ist es wegen, um das Licht gut einfangen zu können oder ist es, um trotzdem noch irgendwie was Greifbares zu haben? Weil du bist ja ein wahnsinnig guter Illustrator. Du könntest ja, und das sind viereckige Blöcke, die könntest du ja auch im Traum raushauen. Da musst du ja nicht modellieren. Hast du recht, ist auch so, ja. Ich hatte das halt auch tatsächlich, jetzt muss auch noch mein Glas hier trinken. Ach, die Katze. Entschuldigung. Okay, ich trinke da nicht mehr draus.
Müsstet ihr sehen, ist unglaublich. Ja, nee, also der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das zwar machen kann und ich habe das ja auch im Studium gemacht. Allerdings ist es so, dass ich eine visuelle Person bin und Dinge einfach sehen muss. Das heißt, ich kombiniere zwei Dinge. Das war auch schon immer so. Also ich habe oftmals Sachen in ganz alter Serie, Transgenetic Metahuman, habe ich halt zum Beispiel Pflanzen mit Menschen kombiniert. Ne? Und das basiert dann auch oftmals auf Fotos oder Dingen, die ich halt abfotografiert habe und habe es mit anderen Sachen kombiniert. Also ich habe lange Zeit auch Fotomanipulation betrieben. Und das ist halt der Punkt, das ist halt, das funktioniert also vom visuellen Verarbeiten halt ganz anders. Das heißt, ich sehe Dinge und kann es mir dann vorstellen, beziehungsweise, dass die zwei Sachen miteinander funktionieren. Das ist natürlich dann möglich, das auch nochmal zu malen. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Aber es ist irgendwo, es hat eine andere Qualität. Und da das hier jetzt zum Beispiel auch ein Nebenbei-Projekt war, also wirklich nur so ein Side-Project, sollte es was sein, was mir Zeit spart und nicht eigentlich noch extra Zeit aufwirft. Und mit den 3D-Programmen zusammen hat es für mich immer noch den Anreiz, auch wieder ein bisschen 3D zu lernen, weil das ist das, wo ich Defizite habe, weil ich weiß zwar, was ich mit den Programmen machen kann und solche einfachen Sachen kriege ich auch hin. Ja, ich kriege auch einen Helm zur Not hin, das so zu modellieren. Aber eben dieser Workflow, der ist ja auch für viele andere Projekte spannend. Denn ich habe auch Fantasy-Illustrationen gemacht, wo eine komplette Figur da steht. Das kannst du zwar malen, aber wenn du hohen Realismus anstrebst, dann wirst du um Rendering nicht drum herum kommen. Ist leider so. Und ja, und deswegen, hierbei genieße ich es aber einfach, dass ich die Sachen erstellen kann, relativ grob erstellen kann, rendern kann, das sagen wir mal nur die Lichtkante, das werde ich auch zeigen. Ich habe dann nachher, also aus meinem Programm heraus, kriege ich dann halt ein Rendering, wo ich dann diese Lichtsache direkt übernehmen kann. Und das hilft mir natürlich dann schon beim weiteren Verarbeiten. Aber grundsätzlich bin ich ja beim Stil dann halt frei. Moment, jetzt muss ich mal kurz den nächsten Schritt hier angehen. Soll das jetzt so bleiben? Ja, tut mir leid. Hallo. Ja, geh bitte weiter. Das ist Lucifer, nur dass ihr es wisst. Jetzt wisst ihr auch, warum. Warum der Name. Ja, süßes Kätzchen. Süß ist er, ja. Ich hätte ja darauf wetten können, dass es früher passiert, aber schön, dass ihr jetzt trotzdem vorbeigekommen ist. Das ist immer, wenn er dann wach wird, dann meint er, müsste mich hier begrüßen und das ist ja auch immer willkommen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Der Chat freut sich auch. Carina sagt, endlich Cat-Content und Tim meint, da will jemand Aufmerksamkeit. Das kann ich gut verstehen. Und Helmut sagt, du fesselst ihn so sehr, obwohl er eigentlich keine Zeit hat, den Stream zu schauen, ist er jetzt trotzdem dabei geblieben. Und dann kommt auch noch eine Katze. Also Helmut, da kommst du nicht mehr raus. Allerdings. Ja, und gut, dass der Computer nicht so leicht ist, dass er umfällt, lehnt sich das mit vollem Körpereinsatz dagegen. So, jetzt hat er es gleich geschafft. Gut, jetzt aber wieder, das können wir uns wieder fokussieren hier. Ja, sehr schön. Ah ja, ein bisschen Spaß muss sein. Eine kleine Pause zwischendrin. Ich finde das ja immer schön. Das ist ja echt, das ist Adobe Live. Wir machen das ja jetzt nicht hier zum Spaß, das ist nicht aufgezeichnet, sondern du bist genau in deiner echten Umgebung und so läuft das eben. Richtig. Schön, dass du es so siehst, auf jeden Fall. Ja, also ganz kurz auch mal ein bisschen rangezoomt. Das ist jetzt nicht detailliert, wie du siehst. Also es ist jetzt ein Material drauf und wie du siehst, an allen Seiten gleich. Das ist halt jetzt auch für die Arbeit, wie ich es jetzt mache, vollkommen ausreichend. Also mir ging es tatsächlich nur darum, visuell zu sehen, okay, meine Komposition, die ich jetzt eigentlich angedacht habe, die würde funktionieren, weil ich jetzt halt diese Einschließung habe. Und das ist halt das Schöne. Bei dem Projekt kann ich mich dann wirklich auf die Komposition konzentrieren. Es ist auch zum Beispiel so, dass ich bei so einer Serie, die ich jetzt für mich selber mache, das ist ja meine private Ideen, die ich habe zum Lernen, zum Weiterkommen, dort kann ich dann halt einfach mal so eine Skizze machen auf so einem Bild in einer Photoshop-Datei, speichere das ab und gucke dann zum Beispiel in einem halben Jahr, wenn ich vielleicht erstmal wieder Zeit habe dazu, gucke ich dann drauf und stelle dann fest so, ach
Mensch, das da kannst du noch viel besser machen und oder hast jetzt eine ganz andere Idee. Und dann kann ich da dran gehen und habe aber immer noch mein Konzept steht. Und so habe ich eigentlich immer auch eine Liste mit Sachen, die ich machen kann. So läuft das eigentlich bei fast allen Projekten. Das heißt, selbst für jemand anderen, für den Außenstehenden, ist vielleicht nicht nachvollziehbar, was da genau passiert. Aber für mich definitiv ist klar, Mensch, das hast du dir dabei gedacht. Jetzt gehst du da rein und mit den neuen Erkenntnissen, die ich habe, kann ich das dann auch zu einem besseren Ergebnis führen. Ich finde es schön, dass du das Ganze mit, wie drückt man das denn jetzt am besten aus? Ich finde es schön, dass du dir Zeit lässt damit und dir auch selber die Zeit gibst, das Ganze zu reflektieren und dann mal wieder zurückzukommen und nochmal zu überarbeiten. Das passiert ja so selten. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss ständig irgendwie produzieren und raushauen und fertig sein und dann was Neues anfangen. Ich finde, bei dir hat das so eine Ruhe und das finde ich schön. Okay, das freut mich zu hören. Also es ist aber auch eine Sache, die muss man sich, glaube ich, auch erarbeiten. Genauso wie diese Stilvielfalt. Ich möchte da mal was ansprechen. Das nennt sich die Stilfalle. Ich hatte darüber auch mal einen Artikel gelesen und ich habe auch selber einen in meinem Blog geschrieben, allerdings in Englisch, dass mir schon vor ein paar Jahren aufgefallen ist und das üblicherweise auch Illustratoren betrifft, die sehr früh anfangen, nach einem eigenen Stil zu streben. Und ich denke, auch da ist vielleicht mal ein sehr, sehr wichtiger Tipp zu sagen, nimm dir Zeit und vor allen Dingen mach dir selber keinen Druck. Denn der Stil, der kommt von ganz alleine. Ich bin jetzt seit, ich denke mal, 15 Jahren aktiv daran, keinen Stil zu haben. Und trotzdem scheint man Dinge von mir zu erkennen. Und ich meine, es ist natürlich klar, auf der einen Seite hat man die Social Media Popularity, die halt natürlich ruft und die alle diejenigen unterstützt, die einen eigenen Stil haben. Aber im echten Leben, muss ich sagen, bietet es eigentlich nur Vorteile, wenn ich mehrere Stile habe. Ich habe mich von Anfang an auf 6 bis 7 Stile konzentriert. Mittlerweile habe ich circa 12 bis 13, pflege allerdings nur 3 bis 4. Der Vorteil ist einfach der, weil gerade im Illustrationsbusiness ist es so, es wird nicht immer nur ein Stil gefragt, es sind viele gefragt. Und auf der Basis kommen auch Kunden auf dich zu und sagen dann, achso, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht. Könntest du dir vorstellen, auch das zu tun? Das hat für mich den Eintritt in diesen Karrierezweig überhaupt erst möglich gemacht, weil jemand auf mich zukam und gesagt hat, er könnte sich das vorstellen, dass ich das kann. Ne, aber nur, weil ich nicht festgelegt war auf einen Stil. Also so kann es auch gehen. Ja, hat alles Vor- und Nachteile, wie du sagst. Und ja. Ja, ich finde es einfach immer schön, wenn man sich auch die Zeit nimmt und sich die Zeit selber gibt, um zu entdecken. Man kann ja auch nach außen hin einen Stil haben und trotzdem neue Sachen lernen. Also das ist ja, das eine schließt das andere nicht auch aus. Nee, richtig, richtig. Und diese Ruhe, die sollte man dann auch wirklich für seine Nebenprojekte, Side-Projects aufheben, wo man wirklich sagen kann, so, da freue ich mich drauf. Ich denke, man braucht sowas auch. Man braucht immer Side-Projects, weil wir haben leider keinen 36-Stunden-Tag, wo man sagen könnte, wäre ja schön, wenn ich mal 10 Stunden schlafen kann und habe dann immer noch Zeit zum Arbeiten und dann für die wichtigen Dinge im Leben. Aber ja, ist leider so, ne? Hat man leider nicht immer. Ja, Baby sagt gerade, sie glaubt, dass du ein richtiges Arbeitstier bist und man sieht dir an, dass du gefunden hast, was du liebst. Würde ich so unterschreiben. Okay, super, danke. Ja, es ist, wie gesagt, es ist auch Erarbeiten dabei, denn wenn die Leute von vornherein keine Erwartung an dich haben oder dieser Surprise-Modus halt bei dir aktiv ist, dann weißt du halt auch, ja, die Leute sind dann ein bisschen loyaler eingestellt, also glaube ich zumindest mal, als wenn jemand, der jetzt tatsächlich, weiß ich nicht, jetzt nur ein blödes Beispiel, dafür bekannt ist, dass er Osterhasen malt und auf einmal malt er einen Weihnachtsmann, das nimmt dich doch keiner ernst, oder? Ja. Wunderbares Beispiel. So, jetzt bin ich an dem spannenden Punkt. Alles bis hierhin war jetzt tatsächlich nur gestaged und vorbereitet. Und der eigentliche Job kommt jetzt. Das Reveal, sage ich jetzt mal. Also ab dem gewissen Punkt, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt hier meine Komposition soweit durch, mein Foto, abgesehen davon, das ist tatsächlich ein eigener alter Gameboy, der jetzt im Vordergrund noch liegt, den habe ich dann abfotografiert. Das musste dann auch ein bisschen von der Perspektive gestaucht werden, damit der rein, also nur falls sich jemand fragt, wie kommt denn der jetzt daher, den gibt es tatsächlich noch, nur in echt ist er ein bisschen mehr vergilbt. Das sollte von der Farbe her nicht so sein. Aber ich fand es ein schöner Kontrast hier, diese roten Knöpfchen da, die passen ganz gut hierzu. Also ich achte immer gerne auf solche farblichen Details, dass das irgendwie harmonisch aussieht. Genau, und jetzt ab dem Punkt, wo ich jetzt zufrieden bin, kopiere ich alle Ebenen durch, also mit Command-Shift-C und Command-V mache ich eine komplette durchkopierte Ebene. Und manchmal hilft auch hier der
Der Autokontrast dabei, ja, der macht mal wieder richtig schöne Arbeit. Es sind ja, manchmal ist es ja auch gewünscht, dass es ein bisschen dunkler ist. Aber in dem Fall hier, weiß ich nicht, man kann es ja künstlich nochmal dunkler machen später. Bei der Geschichte hier habe ich gesehen, in der, ich hatte ja was geschickt wegen dem Promotion-Bildchen und das war eine Vorab-Version, die war dann doch sehr dunkel gewesen, habe ich dann in der Miniatur gesehen. Deswegen habe ich das gedacht, da musst du dran denken, das muss heller werden. Doch, ein Stück heller, ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch, wenn man, du hast gerade dieses kleine Thumbnail, diese Miniaturansicht angesprochen, das ist halt nochmal eine ganz andere Anwendung. Das stimmt, aber es geht leider sehr viel verloren, wenn du nicht das, was, das war bei einem Foto, ist das nochmal was anderes, du greifst das ja und, oder du kannst es ja begreifen, weil du es ja kennst, aber jetzt sehe ich halt ja gerade auch hier oben die kleine Miniatur, hier kann man es gut erkennen, aber wenn wir gleich fertig sind, dann sieht das anders aus. Genau, jetzt geht es halt ans Eingemachte und zwar benutze ich dann, ich fange jetzt mit der einen Version an, genau, dafür nehme ich das Programm Topaz Studio 2, es ist auch ein Photoshop-Plugin. Und ist aber auch gleichzeitig auch Standalone, wie die meisten Filterprogramme. Und wie gesagt, da habe ich halt 1,5 Jahre mit verbracht, diesen Stil dafür zu entwickeln, diesen Look. Der ist grundsätzlich drin, aber diese Kombination, die ich da herausgefunden habe, die war tatsächlich ein Zufallsfund. Und denn letzten Endes, die Sachen, die hier mitgemacht werden können, die kennt man, die kennt jeder. Aber was ich herausgefunden habe und auch heute mal zeigen möchte, ist halt eben das, was nicht jeder rausfindet. Und also das klingt natürlich auch meinem eigenen Anspruch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe hoch und weit alle möglichen Programme ausprobiert. Aber wirklich keines der Plugins, die ich bisher getestet habe, hat diese Funktion. Und ich zeige es mal von der Base her. Wie gesagt, das Preset gibt es auch im Discord nachher von mir kostenlos. Ich habe es auch im Gumroad drin für einen kleinen Preis. Einfach bei Gumroad immer Geld verlangt, wenn es über 25 MB groß ist. Aber wie gesagt, wer hier zuguckt, der kann sich das auch kostenlos runterladen. Das Programm kann man 30 Tage lang kostenlos testen. Also von daher, wenn jemand sagt, ich will es einfach mal ausprobieren, ist ja jetzt erstmal kein Drama. Bevor ich das jetzt mache... erkläre ich mal die Theorie dahinter. Denn auch da muss ich nochmal ausholen. Und zwar geht es hier um einen Filter, der nennt sich Abstraction. den habe ich, ja, der ist eigentlich, hieß der früher Simplify. Und da bin ich über einen Reddit-Thread mal irgendwann gestolpert. Und zwar hatte da einer so Screenshots von The Witcher mit einem Filter bearbeitet. Und die sahen so genial aus. Also ich meine, klar, man hat es gesehen, dass es halt von einem Bildschirmfoto war und so weiter. Aber der Effekt, der darüber war, also da waren die Leute, es gab tatsächlich dann diese zwei Gruppen von Leuten, eine, die gefragt haben, wow, wie sieht denn das aus? Wie hast du denn das gemacht? Und die andere Gruppe, die gesagt haben, ja, sieht cool aus, kriege ich Poster davon. Aber das war halt dieses, wo ich dachte, Mensch, also mich hat es aber fasziniert, weil da war irgendwas in diesem Filter drin. Ich konnte es aber nicht sagen, was es war. Und dann hat es auch noch eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass es den nicht mehr gibt. Also Topaz hat das Ding eingestellt. Dafür gibt es dann jetzt die Topaz Studio Suite. Und dort ist Simplify auch nicht mehr drin. Es nennt sich jetzt halt Abstraction. So, aber was das Ding im Endeffekt macht, ist, es vereinfacht die Ansicht, ähnlich wie in Photoshop das Helligkeit interpolieren, dieser Filter, oder matter machen. Aber was hier passiert, wenn ich den Feature Boost halt reinhaue, der haut mir, wie man jetzt hier sieht, also ich gehe nochmal auf 0. Ja, das ist jetzt halt 0. Mhm. Und beim Feature Boost auf einmal entstehen hier überall diese Farbakzente. Und meiner Ansicht nach zieht er die aus kleinen Artefakten von JPEGs. Das heißt, ich habe es aber auch schon ausprobiert. Also mit einem schlechteren Artefakt, reichhaltigen Bild geht es nicht besser. Aber für mich war das halt eben so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Moment mal. Das sind Sachen, wo ich dann halt anfange zu rotieren, dass das brütet bei mir so im Hinterkopf und irgendwann finde ich da eine Lösung dafür. Und so war es dann auch, als ich dann hier den Impression-Filter darüber dazu gefunden habe. So, Moment, ich muss das mal gerade diese Geschichte nochmal hier nachmachen. Der hat das nämlich, der stellt das nämlich immer wieder runter, den Regler. So, und hierbei ist es halt eben ganz schön zu sehen, dass der eben, Moment, ich muss das nochmal ganz kurz das Original mit dazu nehmen,
der nimmt mit einem Pinselstrich die darunterliegenden Farbnuancen halt exakt auf und kann sie je nach Paint Volume hier halt nochmal mitnehmen. Und das führt dann halt eben zu diesen einzelnen farbigen Akzenten, die halt in einem normalen Bild nicht drin sind. Also speziell jetzt, wenn man halt verschiedene Bereiche sich anschaut, was ist denn jetzt? Tatsächlich ist es hier in dem Bild gar nicht so sichtbar. Ich habe das mal noch in einem anderen, das ist auch in der Basis mit drin, was ich hier bei Discord nachher noch verlinken wollte. Da kann man es sehr schön drin sehen. Ganz cool. Christina sagt gerade, die pixeligen Kanten passen gut zu Tetris. Aber das heißt ja eigentlich, dass aus einem Fehler entsteht ja dann eigentlich der besondere Stil. Richtig. Und das ist leider auch noch so ein Manko da dran, weswegen ich sagen muss, das ist halt nur eine halbgare Lösung. Hier wollte ich aber jetzt mal kurz zeigen, das ist halt genau dasselbe Phänomen. Wir haben hier in diesem Bild halt diese Farbkontraste, die durch eigene Pinselstriche da drüber gelegt werden. Und wenn ich diesen Abstraction rausnehme, dann habe ich das, was jeder hat, wenn er den Filter benutzt, ja. Und das ist, was eben so eine Sache halt auch so künstlich aussehen lässt. Sobald ich aber diesen Abstraction mit reinnehme, kommt Leben in die Bude. Und das, wo man eigentlich, das sind Sachen, wie ich dann auch privat malen würde, also persönlich malen würde. Wenn ich einen Pinsel habe, dann setze ich da mal einen Akzent mit Magenta rein, Rot, Orange, all diese verschiedenen Farben. Und das ist das, was für mich Impressionismus ausmacht. Und das hat mir dieses Tool halt jetzt gegeben. Und naja, gut, wie gesagt, es kommt nichts ohne irgendeinen Preis. Und der Preis ist, wie man hier sieht, diese, wie auch eben schon angesprochen wurde, diese Stufenkanten. Das ist leider etwas, da muss man halt einen Workaround finden für. Und ich habe den bisweilen halt gefunden. Der besteht dann darin, erst einen Durchgang mit Abstraction zu machen, danach alles von Hand nochmal zu glätten und dann erst den anderen Filter drüber zu legen. Ja, es ist leider nicht anders machbar, ne? Denn wenn man es gut haben möchte, denn wie du auch siehst, hier der Punkt ist, hier sind ja oftmals auch solche kleinen Pünktchen und ja, die sind halt oftmals nicht erwünscht, ne? Also kann funktionieren. Manchmal fallen sie auch vielleicht überhaupt nicht auf, aber wenn ich jetzt, sag ich mal, die Kontrolle drüber habe und ich bin halt, was Malen angeht, ein Control-Freak, deswegen arbeite ich auch mit Photoshop, weil da kann ich die Bilder so rausbringen, wie ich sie im Kopf habe. Und deswegen ist das für mich hier eigentlich ein optimaler Workflow. So, das wollte ich aber jetzt nochmal zeigen und das ist auch mit dem Preset möglich, was ich hier im Shop drin habe. Ach Quatsch, willst du gar nicht speichern. Das ist halt eben, was sind wir denn hier? Da sind wir. Das sind die beiden Sachen halt. Das hier mit dem Käfer ist halt das, was ich gerade gezeigt habe. Das ist ja sehr grob. Würde ich jetzt nicht für Porträts verwenden, würde ich auch nicht für filigranen Sachen verwenden. Aber wenn ich jetzt, sage ich, mit einem, ja, so ein Fahrzeug habe, vielleicht im Stillleben kann es auch funktionieren, dann geht das mit dem Stil relativ gut. So, aber jetzt muss ich ja hier noch ein bisschen was weitermachen. Wir haben ja nur noch eine halbe Stunde. Ja, die Zeit läuft immer. Ja, ja. Wir kriegen es aber hin, keine Angst. Also. Natürlich, da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin da recht entspannt, weil ich muss ja jetzt nicht mehr selber malen. Ich bin ja jetzt befreit. Stefan sagt natürlich gerade, er freut sich, dass ich nicht auf 16 Farben beschränken muss. Ist ja für viele schon sehr viel, 16 Farben. Also kommt wie natürlich drauf an. Bitte? Wie meinst du beschränken? Ich weiß nicht genau, was er meint, aber er sagt, er ist froh, dass ich nicht auf 16 Farben beschränken muss. Für mich wäre das wahnsinnig ja, viel. Nein, nee, also jetzt gerade, er meinte die Konsole halt, ne, weil da hat man ja tatsächlich nur 16-Bit gehabt damals. Ne? Und das gut mitgedacht. Wobei es eigentlich eher noch 8-Bit waren. Ich glaube, ab dem SNES gab es dann eigentlich erst 16-Bit. Da kommt jetzt der Nerd wieder durch, ich weiß. Aber das Gute ist, Stefan ist mindestens genauso ein Nerd wie du. Das heißt, das ihr versteht euch gut. Ja, genau. Ich habe, bei der ganzen Arbeitsweise hier, man sieht hier schon, das sind Sachen, die ich halt gerne mag, wenn dann halt eben neben dem normalen Pinselstrich halt noch so ein, ohne Grund einfach so ein rosafarbener durchkommt oder hier. Und das kann man halt eben noch ein bisschen pushen an den Stellen. Also das ist ein Preset, wo ich halt sehr lange dran gearbeitet habe, damit es dann ungefähr schon meinem Look entspricht. Ne? Also das sind ja Sachen, die ich halt jetzt auch für mich persönlich reserviert habe, die ich dann jetzt auch nicht weitergebe. Die entwickeln sich aber auch ständig weiter. Ich habe mittlerweile sogar einen komplett anderen Workflow, weil hier ist zum Beispiel jetzt noch eine Textur mit drin. Die sieht man jetzt fast gar nicht. Also
Beziehungsweise, wenn man drauf achtet, sieht man sie. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Bild rüberkommt. Aber wenn ich sie rausnehme hier, dann sieht man schon, da ist ein bisschen flacher. Ja gut, ist nicht so wild. Ich mache das mittlerweile in zwei verschiedenen Schritten, sodass ich sage, ich mache erst meine Rendering-Durchläufe und habe noch einen Overpainting-Layer darüber, wo ich dann komplett alles nochmal überarbeite mit eigenen Pinseln. Es ist also nicht so, dass ich gar nichts mehr an dem Bild mache. Und dann kommt noch ein Texture-Layer oben drüber, der mit Hilfe von einem Hochpassfilter erst erstellt wird. Also das ist nochmal komplett ein anderer Durchlauf. Aber wie gesagt, 1,5 Jahre, da lernt man dann auch ein Programm kennen und seinen eigenen Workflow. Und im ersten Durchlauf mache ich halt immer grobe Pinselstriche, naja, auch nicht zu grob, aber so, dass ich halt damit jonglieren kann. Hier sind halt sehr viele Überlappungen, die muss ich halt nachher wegretuschieren. Und das akzeptieren wir aber jetzt erstmal schon mal, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Und genau. Jetzt im nächsten Durchlauf gibt es das Ganze noch mal ein bisschen feiner. Und naja, da geht mir jetzt auf einen anderen Bildschirm. Ich warte immer ganz gespannt drauf, was passiert und wie es denn aussehen wird. Ja, ich auch. Es ist immer so, das ist halt das Schöne daran. Man weiß, man kann eigentlich nur die Zutaten alle zusammentun. Und das, was nachher letzten Endes bei rauskommt, ist eventuell nochmal ganz anders als das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Aber ich meine, letzten Endes, wenn man ein Bild ja von Hand komplett neu malt, ist es ja ähnlich irgendwie, weil du hast ja eine grobe Idee davon und wenn es dann nachher fertig ist, sagst du dir auch so, ja, okay, ist genau so geworden oder na, du hast auch irgendeinen Happy Accident, der dazu geführt hat, dass es anders aussieht. Also was ich dabei mag, ist halt, also man muss mit einer gewissen Aufgeschlossenheit da rangehen, aber dann wirst du auch zu einem Kurator. Und dann hast du ein bisschen eine kurative Tätigkeit, mit der man die Dinge beeinflussen kann oder eben halt auch, jetzt sage ich mal, sagen kann, ich sag mal so, wenn ich jetzt, ich wäre jetzt zum Beispiel auch nicht böse drum, wenn ich jemanden hätte, der für mich die Bilder malt. Ne? Ich meine, es ist halt so viele Ideen im Kopf und der Tag hat nur so viele Stunden. Ich wünschte auch, ich könnte viel mehr Bilder machen. Und das ist dann, wo ich dann versuche, so mein schlechtes Gewissen zu rechtfertigen. Ich denke so, ich arbeite ja noch selber zumindest mal dran. Ne? Also nicht wie andere. Ich will da Gott sei Dank niemanden, ich verstehe es, wenn jemand sagt, pass auf, ich habe so viel, ich kann es mir leisten, jemanden dafür einzustellen. Ist doch super. Ich meine, Warhol hat das auch gemacht oder Immendorf, dann ist doch super. War ja auch vor ganz langer Zeit. Ich finde, man kann ja auch den technischen Fortschritt schon ein bisschen nützen. Ne? Kann ja. Man sich auch das Beste rausziehen. Das ist es ja. Und ich meine, jetzt ist es halt auch so, ich kann jetzt halt mit, na, wie soll ich sagen, mit Algorithmen ist ja auch, klar, es gibt auch Handy-Apps für alles Mögliche, ne? Aber auch da gibt es Limitierungen. Und was ich hierbei jetzt halt genieße, ist wirklich, dass ich wirklich, wie man ja auch sieht, filigrane Kontrolle darüber habe. Ich würde mir natürlich noch ein paar andere Pinselspitzen wünschen. Vielleicht komme ich noch dahin, dass irgendwie mich da in dem System ein bisschen einzuhacken, dass ich da eigene PNGs reinsetzen kann. Ist natürlich auch ein Aufruf an Entwickler, wenn jemand bei Adobe sagt, ja, das ist doch mal was, da können wir doch dran arbeiten. Also ich stehe da gerne zur Verfügung, immer so. Gerne an der Entwicklung von neuen Programmen mitzuwirken, wäre auch mal so ein Ziel, weil ich arbeite halt auch sehr viel damit und deswegen ist es sehr, sehr nützlich. Ja, Tim leitet das immer weiter, der ist verantwortlich, wenn es ums Weiterleiten von allem geht. Und der Chat ist gerade voll bei dir und Christoph meinte, er wünscht sich auch mehr Stunden für den Tag. Und Christoph meint das, Stefan meint dann so, Christoph, er soll einfach nur noch Uhren zeichnen. Ja, wenn das denn so einfach wäre, dann hätten wir schon ich glaube, dann hätten wir schon Tausende von Uhren gezeichnet. Das ist wahr. Aber das wäre mal ein schöner Zeitmaschinenansatz, oder? Auf jeden Fall. Eine Zeitreise zu machen, ja. Stell dir mal vor, und dann bei jedem Bild, was du malst, stellst du die Zeit dann wieder so zurück. Ah, je, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Aber eine krass gute Idee. Also vielleicht ist er jetzt eben auch mit dem Film, Filmtalent dabei. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Ich denke da nur an das Bildnis von Dorian Gray. Ne? Warum nicht mit einer Zeitreise? Das wäre ein toller Film. Also ich würde den gucken gehen, auf jeden Fall. Hier nur ganz kurze Sache, die jetzt, falls sich jemand fragt, so, oh, was hat er denn jetzt gemacht? Ne?
Es gibt hier eine Einstellung, mit dem ich halt den Background Type beeinflussen kann. Und bei Original wird einfach nur das Foto, was dahinter ist, genommen. Und wenn ich Solid nehme, dann bietet er mir hier an, irgendeine Farbe zu nehmen. Ich habe halt natürlich da so ein bisschen mein Carson-Papier, was ich halt sonst nehmen würde, was halt so ein bisschen orange-beige-farben ist. Und was ich halt auch so bei Singer Sargent mag, wenn ich halt so eine Graustufenzeichnung habe und darunter schimmert dann halt dieser leichte Orangeton drüber. Das hat für mich dann direkt, das macht direkt diesen Öl- oder Acrylfaktor halt aus. Und das habe ich mir halt den auch angewöhnt. Und hier ist es halt eben durch die Bank weg natürlich sehr akkurat. Und man kann das natürlich halt auch durch die Coverage zum Beispiel hier noch ein bisschen forcieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne, dass es da unten ein bisschen mehr wird, aber unten oben weniger. Aber das ist mir zu ungenau. Ich lasse das lieber so und gehe nachher mit Schnittmasken über die Bereiche, die ich quasi möchte, und die anderen eben, die lasse ich dann frei. Also nur falls jemand sagt, oh, warum macht er das denn so umständlich? Es geht ja auch mit Coverage. Das ist jetzt der Grund dafür. So. Hallo? Doch nein. Und jetzt? Das hat er zum Schluss. Ja, natürlich. Er hat zum Schluss jetzt den anderen genommen. Das war eigentlich das nicht so geplant. Das ist ein Nachteil auch bei dem Programm irgendwie. Das kann natürlich auch in meinem Tablet liegen. Der übernimmt dann nicht die Regler, also den Endpunkt vom Regler, sondern der bewegt sich dann noch, obwohl ich eigentlich schon am nächsten Panel bin. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wo dran es liegt. Ich schieb's einfach mal auf meine Unfähigkeit. Kommt manchmal vor, ja. Vor allem auch, du bist ja jetzt hier im Livestream, das ist doch Vorzeigeffekt, das muss doch sein. Es muss so sein, deswegen muss ich jetzt hier auch mal noch ein bisschen ein Turbo hinlegen. Also du kannst gerne jetzt noch irgendwas erzählen, hier dauert jetzt wieder ein bisschen. Natürlich, du legst kurz den Turbo ein und Christina hat gerade einen Vorschlag gemacht und gemeint, sie würde noch eine Bewegungsunschärfe nach unten hinzufügen bei den Blöcken. Also ja. dass die so nach unten mehr oder weniger rumpfen, wie das eben bei Tetris ist. Ja, so dass also hier oben bei dem wahrscheinlich auch, ja. Dass es ein bisschen mehr in Bewegung aussieht. Genau. Wäre das dann noch ein Stillleben? Ja, also zumindest vom Malen her ist es schwierig. Genau, die Frage ist, ob es ein Stillleben ist. Aber der hängt ja eh in der Luft. Also von daher weiß ich es gerade gar nicht. Schwer zu sagen. Das ist eine Frage der Interpretation, würde ich sagen. Und Baby wünscht sich mehr kreativ zu arbeiten und hätte gern ein Arbeitstier für den Rest. Ja, er wünscht sich das nicht, aber die Frage ist ja auch, was ist der Rest und wie sehr möchte man sich auf den Rest fokussieren und wie sehr kann man den Rest vielleicht auch mal abschalten oder weglassen. Richtig. Aber es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, wenn man denn nicht ohnehin gefunden hat, wie du zum Beispiel, was man liebt, dann ist die Entscheidung immer schwierig. Mhm. Ja, das ist aber auch so ein Weg, ich würde mal sagen, eine Reise, die man halt gehen muss. Und da führt dann auch kein Weg dran vorbei. Also ich denke, das kommt mit der Zeit einfach. Also jeder, der, sage ich mal, das einfach nebenbei passieren lässt, wird es halt ohne Zwang oder ich denke mal auch ohne Stress automatisch irgendwann herausfinden. Ich meine, deswegen finde ich auch Stillleben so als Motiv dafür sehr, sehr spannend. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil es ist immer sehr persönlich. Ein Stillleben ist persönlich. Und wenn man zu sich selber finden möchte, dann geht das damit, glaube ich, am allerbesten. Weil alles andere, was ich dann für Kunden mache oder für andere Leute, ist nicht so persönlich. Klar bringe ich da vielleicht auch meine eigene Note mit rein. Aber die Frage stellt sich immer wieder so ein bisschen, ist das der Stil, der es ausmacht? Oder ist es die Idee? Ist es die Komposition? Ist es die Farbgebung? Natürlich, im besten Fall ist es alles zusammen ein bisschen. Ne? Aber wenn ich die Wahl habe, dann versuche ich, also zum Beispiel hierbei, ich versuche mich mehr auf Komposition zu konzentrieren und vom Stil her weiß ich ja, okay, ich kann damit einen einheitlichen Look generieren. Das ist für mich dann eher sekundär. Und jemand anders, der sagt, nee, ich möchte den Stil so und so haben und der passiert nur, wenn ich das selber mache, dann ist das vollkommen okay, dann muss er das auch selber machen. Aber das ist ja dann eine ganz andere Herangehensweise. Auf jeden Fall. Und Baby stellt gerade nochmal die freche Frage, muss Oliver denn keine Steuererklärung machen? Natürlich macht er eine Steuererklärung, aber der macht halt einfach auch ganz viele Dinge nebenbei. Ja. Oder man hat einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin, dann machen die das für einen. Oder man hat das Glück wie ich und hat eine Frau, die Steuerfachangestellte ist. Boom! Baby, tut mir leid, Oliver muss keine Steuererklärung machen. Doch,
Denn die hat nämlich keine Lust darauf und die sagt mir aber, wie es geht und ich muss trotzdem alles selber machen. Ja. Ah ja, so ist ja, das. Aber Baby, das war keine gute Idee. Du hast jetzt den ganzen Chat und alle, die zusehen, daran erinnert, dass es sowas gibt wie eine Steuererklärung. Ja. Also den Teil schneiden wir dann einfach raus. Genau. Der wird rausgemalt. Der wird, ja. Eliminiert. Vielleicht, während du noch deine Sachen wieder dahin holst, wo du sie haben wolltest, die Woche ist ja gerade am Höhepunkt, Mittwoch. Es geht aber noch gut weiter. Und zwar ist morgen Anton Knoblach mit Patrick Palmer hier und es gibt wieder Engineering aus und ihr könnt Fragen zu Premiere Pro stellen und das Entwicklerteam wird alles dazu beantworten. Und am Freitag ist Yannick Weck hier mit Robert und es geht um After Effects. Also es wird eine Video-Motion-lastige Woche. Super spannend und auf jeden Fall wert, reinzuschauen. So. Genau, jetzt passiert was hier, ne? Erzähl mal, was ist passiert, während ich den Stundenplan für die Woche vorgequatscht habe? Ja, also eigentlich nichts anderes, als was ich gesagt habe. Ich habe jetzt ich habe drei Durchläufe gemacht. Also erstmal grob, sehr grob, ohne jetzt den Hintergrund mit durchscheinen zu lassen. Einen etwas feineren Durchlauf mit Hintergrund. Das ist eigentlich für mich so der Main Layer, weil um den dreht sich alles drumherum. Wobei es kann auch sein, dass ich da noch mit dem anderen noch mal von Hand drüber gehen muss. Aber und dann habe ich einen ganz feinen Layer gemacht. Also bei dem musste ich schon wirklich ziemlich genau gucken. Und das ist dann schon fast so ziemlich eigentlich schon langweilig. Aber den brauche ich trotzdem, weil mit dem kann ich gewisse Details wieder reinholen, die mir jetzt halt eben mit den anderen Layern halt verloren gegangen sind. Das heißt, hier kann ich jetzt mit ein paar gezielten Pinselstrichen wieder die Brücke herstellen zwischen den einzelnen Renderings, die ich habe, und dem, was ich gerne ausdrücken möchte. Also zum Beispiel die Sachen, wie jetzt hier die Blätter, da werden dann die Übergänge zerstört, wenn das so durchscheint an der Stelle. Es macht auch keinen Sinn, dass an der Stelle jetzt hier dann dieser Orangeton durchschimmert. Also bei manchen Stellen ist es halt gewünscht und an anderen Stellen macht es überhaupt keinen Sinn. Hier kann ich auch schön mit ein paar Pinseln experimentieren, wenn mir das Programm die nicht eben weggeholt hätte. Wo ist denn jetzt hier? Mein Pinsel. Ach Quatsch, ich habe das sowieso mit dem. Ja, man hat wieder das Eigenleben, ne? Stillleben, Eigenleben. Heute ist alles dabei. Pinsel. Heute ist alles dabei, genau. Hier sind meine Pinsel. So. Dann kann ich hier auch beim Radieren mit verschiedenen Pinselspitzen arbeiten. Und letzten Endes, ach, der hat mir erst oben auch die andere Leiste weggemacht. Da ist er. Und je nach Pinsel kann ich dann hier auch noch ein paar Akzente reinsetzen. Sie sollten natürlich dann nicht viel anders aussehen, als der Effekt, der jetzt eben mit dem Filter generiert wurde. Na, aber wie man sieht hier, das geht eigentlich schon ganz gut in die richtige Richtung. Und das Schöne ist halt, ich behalte trotzdem die Vielzahl an Facetten, an Pinselstrichen, die da sind. Die kann ich trotzdem behalten. Ich kontrolliere sie dadurch einfach nur ein bisschen besser. Weil ne, in dem groben Modus sind die extrem weit. Das heißt, es ist an dem Rand hier hinten schon fast abstrakt. Und an anderen Stellen wie hier, da macht es zum Beispiel auch keinen Sinn. Es kann ein bisschen drüber gehen. Ich mag das zum Beispiel ganz gerne, auch wenn Sachen denn so Kanten sich ein bisschen aufheben im Hintergrund. Aber wie gesagt, die wichtigste Aufgabe hierbei ist nachher das Aufräumen. Und das ist eine Sache, die macht dann schon fast Spaß, weil da kommt auch das Digital Painting wieder durch. Ne? Das muss ich ja trotzdem machen. Da komme ich halt nicht drum herum. Ja, das ist auch gut. Das ist ja auch dieses Feingefühl, das du mitbringst und dass das Ganze dann persönlich macht. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also es ist dann auch leider nicht damit getan, mit dem Filter. Das ist das Gute daran, dass es nicht damit getan ist, einfach nur einen Filter zu benutzen. Oh Gott, dann wären ja alle arbeitslos. Aber die Erfahrung, und deswegen war das auch wichtig, den Einstieg zu machen mit der klassischen Ausbildung, dass ich halt auch ein bisschen weiß, worauf es halt ankommt. Ich meine, wenn jemand einfach nur was kopieren möchte oder den Stil einfach übernehmen möchte, dann kann er das auch tun. Der wird das auch so oder so tun. Also egal, da kann ich jetzt auch noch ein Geheimnis draus machen, wie ich will. Deswegen bin ich da lieber frank und frei und offen und ehrlich und sage, wie ich es gemacht habe. Denn ich weiß, wenn 20 Leute da dran gehen, kommen noch 20 unterschiedliche Ergebnisse bei raus. Ne? Das ist einfach so. Und das ist trotzdem erstrebenswert.
Das ist ja bei Fotografie genauso. Man hat ja auch mal so Versuche gemacht, 20 oder sogar 100 Fotografen selbe Modell gegeben, selbe Kamera, selbe Perspektive. Es kamen 100 verschiedene Fotos bei raus. Ne? Das ist so interessant. Also wenn man dann sagt, es gibt keine Unendlichkeit, der, ja. Es ist auch nur, weil du jemandem ein Kochbuch gibst, heißt es nicht, dass am Ende das gleiche Gericht rauskommt. Das ist ja auch deshalb richtig. Finde ich das auch ganz gut. Und wie du sagst, es ist ein bisschen Zeitersparnis und wir wissen ja, dass du es kannst. Also ich glaube, jeder und jede, die irgendwie auch hier, so wie du jetzt so ein Filter verwenden würde, würde dann am Ende trotzdem wissen wollen, wie es funktioniert. Also ich würde trotzdem das mal selbst ausprobieren wollen. Ja, genau. Und das Schöne dabei ist, man kann es ja einfach machen. Ich meine, jeder, den Dings das gesehen hatte, den Stream und sagt, pass auf, das hat mich jetzt inspiriert. Ich will das auch mal probieren. Macht es gerne. Also klar, müssen jetzt vielleicht nicht die Klötze hier sein. Man hat vielleicht was Eigenes zu Hause rumliegen und füllt einfach mal ein Stockfoto damit auf. Ne? Wenn du sagst, pass auf, ich habe hier einen schönen Brotkorb, den habe ich selber geflechtet, mach ein Foto davon, ähnliche Beleuchtung, setz es hier rein in ein Stockfoto, wo fast nichts drin ist und experimentiere mal mit den Effekten. Und schon hat man da mal was ganz Eigenes, was ganz Neues gemacht. Ne? Und es geht ja auch nicht immer darum, dass man was hat, was man dann direkt zeigen muss. Es geht darum, für sich selber auch mal was zu machen. Genau. Und was ich an dir spannend finde, ich habe es schon erwähnt, aber ich finde die Motive, die du wählst und die Komposition ist total spannend. Und das ist ja auch was, das man auch ausprobieren kann. Vielleicht bei dir ist es ja so ein bisschen das Gaming und du bist ja, wo du einfach Bescheid weißt, wo du so ein bisschen Nerd bist. Und bei anderen ist es vielleicht, ich weiß nicht, Kochen. Bei anderen ist es, sind es Pflanzen im Garten, die man nehmen kann und das kann man ja alles gut kombinieren. Also man muss sich einfach nur ein bisschen umsehen und dann ist eigentlich auch die Inspiration da. Das stimmt. Ja, so sollte es eigentlich sein. Also danke für das Kompliment mit den Motiven. Ich habe manchmal auch hier bei der Sache so den Eindruck, so, ach Mensch, das ist eigentlich so langweilig oder jetzt irgendwie so gar nicht die Richtung, wie ich sonst so arbeite. Aber dann motiviert das natürlich schon wieder so ein bisschen, weil man dann doch irgendwo merkt, man bringt seine eigene Note da rein. Obwohl man dann jetzt persönlich jetzt nicht den Eindruck hat, man würde das tun. Manchmal, das ist auch, glaube ich, dieses Arbeiten im Vakuum. Man hat so den Eindruck, man macht da nur irgendeinen Bockmist. Und wenn man dann das Feedback von außen bekommt, das ist so wichtig, das braucht man einfach auch. Ja. Das ändert dann alles. Auf jeden Fall. Ich habe festgestellt, den anderen, der ja brauche ich gar nicht. Ah, doch, vielleicht. Ich muss noch mal ein bisschen probieren. Nee, sorry, ich habe nur laut gedacht. Das ist gut, dazu bist du da, weil die Entscheidungen. Ich finde ja, Design-Illustration ist ein ständiges Entscheidungen treffen. Ja. Das macht es ja auch so schwer. Und wenn man, wie du sagst, für sich ist und nie hört, wie andere Entscheidungen treffen, dann lernt man ja auch nichts dazu. Deshalb ist ja auch Feedback so wichtig und sich einfach andere Meinungen einzuholen. Und dafür teilen wir die Sachen ja auch auf Behance und auch mal bei Instagram oder so. Und man denkt sich dann nichts dabei, erwartet auch nichts großartig. Und jemand anders sagt, wow, also für mich bedeutet das alles. Ne? Und du merkst auf einmal, du hast dein Leben von einem Menschen verändert dadurch. Ne? Auch für den einen ist es eine kleine Tat und für den anderen ändert es halt eine ganze Menge. Das darf man halt einfach dabei nie vergessen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich brauche erstmal wieder einen anderen Pinsel. Von den ganzen Sachen, die ich hier habe. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Da mache ich dann mal so ein extra Layer, wo ich mal kurz ausprobiere. Und dann, jetzt geht es so ein bisschen ins Eingemachte, wo man dann halt auch mit den eigenen Pinseln noch ein bisschen wieder ein paar Details zurückholen kann, die halt verloren gehen. Das ist so meistens so das Bindeglied zwischen dem einen und dem anderen. Und dann siehst du, dann entstehen da so ein paar schöne Ecken. Also ich habe hierdurch gelernt, dass man auch mit Schnittmasken, mit irgendwelchen blöden Schnittmasken, richtig schöne Effekte erzielen kann, die dann ein Bild auch bereichern können. Ja, das sind jetzt zum Beispiel Strukturen, die kann ich zwar mit dem Pinsel auch so malen, ja, aber mit einer Schnittmaske habe ich noch mal ein bisschen mehr dieses Sicherheitsnetz. Wenn es nichts aussieht, gehe ich noch mal drüber. Achso, und was für mich jetzt auch persönlich sehr, sehr wichtig war bei dieser Serie, hier, guck mal, zum Beispiel eine schöne Kante, die jetzt auch mit dem Pinsel sich schön auflockern lässt. Nee, was ich persönlich bei dieser Serie hier, was so einen Spaß macht, ist halt, würde ich jetzt so, wie ihr auch an den anderen Bildern gesehen habt, so von Hand dran gehen, dann hätte ich wahrscheinlich wieder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag an den Details gesessen. Ne? Und hier aber durch diesen Abstand mit diesen selbst angelegten Parametern weiß ich, der Pinselstrich muss so dick sein. Und Details allenfalls mal hier so ein paar feine Striche.
Und diese Entscheidung wird mir dann aus der Hand genommen. Das heißt, ich muss mich dann mit dem Look arrangieren. Bewege mich also nur noch in dem Rahmen und habe gar keine Chance mehr, so viele Details da reinzubringen, selbst wenn ich es wollte, weil der Kurator in mir sagt dann, nee, das sieht nicht aus. Lass es so, wie es ist. Ne? Und das finde ich ist auch sehr schön, weil, oder vielleicht auch mal ein Anreiz zu sagen, ah, ich mag eigentlich solche Algorithmen nicht und ich will das nicht. Aber es hilft, selber mal eine Limitierung aufzubauen. Denn tatsächlich, 30 Stunden, 60 Stunden für eine Illustration, die sind schnell weg, wenn man realistisch arbeitet. Und irgendwann braucht es dann mal was, wo man dann halt ins Detail kommt. Das muss natürlich klingeln hier, war klar. Ja. Jetzt ist die Post von mir zu dir gelaufen, da hat es nämlich vorhin auch schon geklingelt. Ja. Ich hoffe, die lassen mein Paket bei dir, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass es verloren gegangen ist. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Oh Mann. Stefan meint gerade, er muss bei den Tetris-Klötzen immer an Wall-E denken und stellt sich vor, dass Wall-E aus den Klötzen raussteigt und die Erde aufräumt. Ich finde, das ist ein sehr schön gesagt. Vergleich, auf jeden Fall. Und Julia sagt, der Tetris-Mann klingelt. Ja, klingelt, genau. Wenn der Tetris-Mann zweimal klingelt. oder ist die Katze, das war Sean's Vorschlag. Ah. Ja. Wir werden es nicht wissen, weil du bist noch mindestens 10 Minuten mit mir hier gefangen. Oh je. Dann ist die Masterclass für heute leider schon zu Ende. Außer du möchtest natürlich wahnsinnig dringend zu dem Paketmann, dann geh gerne hin. Nein. Dann quatsche ich hier noch ein bisschen weiter. Er hat auch schon abgeliefert, denn bei uns ist da so eine Klappe. Es ist immer nur so, wenn es deine Frau ist, die muss die Kellerklappe und Tür dann aufmachen. Da tut es mir ein bisschen leid. Aber unser regulärer Briefträger, der weiß das. Der weiß, er hat dann auch bei uns immer direkt schon sein Fitnesstraining. Das ist nur ärgerlich, ich krieg was zu hören morgen mit Sicherheit, weil er dann weiß, unser Auto steht da und warum habt ihr denn nicht aufgemacht? Aber naja, es gibt auch noch sowas. Es gibt auch noch sowas in der Dusche. Ja. Es gibt noch die Ausrede mit der Dusche. So, genau, jetzt geht es hier noch ein bisschen. Schatten werden noch ein bisschen von Hand gemalt. Julia sagt, jetzt wissen alle, wo du deine Pakete hast. Ja. Vielleicht war das letzte Mal, dass wir diese Klappe hochheben hat müssen. Okay, ja. Ich weiß es nicht. Kennst du denn die Still Here, Still Life Challenge bei Instagram? Nee. Die machen immer wieder Fotos und posten die dann und dann kommen alle Illustratorinnen und Illustratoren und machen ihren eigenen Stil daraus. Schaut das mal an und das ist immer ein guter Tipp für Leute, die sich nicht inspiriert fühlen, das einfach mal ein bisschen nachzuzeichnen. Auf jeden Fall. Das werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Sehr cool. Du postest auch einfach einen Link nachher noch im Discord, denn wahrscheinlich habe ich es bis heute Mittag wieder vergessen. Das ist immer so das Kurzzeitgedächtnis. Ganz, ganz schrecklich da. Ich denke, das ist aber für andere sehr interessant. Auf jeden Fall. So, und das ist auch ein schöner Punkt hier, weil man dann wirklich die Farbpalette bekommt, was ich auch bei einem normalen Filter nicht habe. Eben diese blaue Kante hier, was macht die da? Ne? Aber die ist jetzt eben reingekommen durch diesen Filter und ich kann sie mir aufnehmen und kann sie mein Bild weiterverarbeiten. Das sind Sachen, die ich halt extrem begrüße, weil es halt, das ist wesentlich natürlicher. Wenn ich jetzt von Hand malen würde, wäre es ähnlich. Das heißt, ich setze jetzt mal einfach verschiedene Farbakzente rein. Und durch die Vermischung entsteht eine ganz andere Palette. Ich sehe das auch mal sehr häufig, wenn halt Konzeptartists dann, sage ich mal, Fotobashing betreiben. Das ist ja halt eben auch ein, das hat sich ja so als Begriff in der Konzeptart-Szene so entwickelt. Ich denke mal, es ist mittlerweile neutral besetzt, weil früher war das verpönt. Aber heute, wenn man weiß, da hat jemand so einen leckeren 16-Stunden-Tag und er muss 30 Bilder abends abgeben, dann ist Fotobashing ein Segen. Ne? Und ich denke mal, wenn jemand dann auch sagen kann, er kann doch vielleicht mit so einem Effekt das hinbekommen, dass 3 Bilder aus 5 verschiedenen oder aus verschiedenen Auflösungen dann endlich nicht mehr so verpixelt aussehen, sondern es sieht sogar einheitlich aus. Für den ist so ein Tipp natürlich auch Gold wert. Ne? Und wer weiß, ob man damit dann auch ein bisschen das Qualitätslevel nochmal anheben kann. Julia stellt gerade die Fragen der Fragen, weil für dich ist es natürlich selbstverständlich, aber was ist denn mit Fotobashing bei Concept Artists gemeint? Also Fotobashing, ich meine, den Begriff kann man halt mal googeln. Gemeint damit ist aber halt, dass letzten Endes, wie ich das im Prinzip auch gemacht habe, entweder mit 3D-Elementen oder
aus Fotos Sachen so zusammengebasht werden, so zusammengeslappt werden übereinander, dass halt eben was Neues draus entsteht. Also oftmals zum Beispiel eine komplette Häuserreihe oder die Fenster in einem Haus. Da nimmt man sich ein Fenster, kopiert das 10-mal oder nimmt noch aus einem anderen was heraus, damit halt, oder zum Beispiel eine Arena, die komplett leer ist, dann nimmt man halt eine Crowd aus einem Konzert, dann nimmt man eine andere auch noch. Einfach damit das Ding halt voll aussieht und dupliziert dann, wie viele von den Zuschauern noch, und malt noch vielleicht 2, 3 einzelne Figuren rein und setzt dann noch vorne 1, 2 Figuren in die Menge, die dann so stehen und toben, damit der Eindruck entsteht, dass diese Arena wäre gefüllt. Das ist im Konzeptart-Bereich sehr häufig oder sehr gängig. Normalerweise werden die Sachen aber auch nur intern verwendet, damit eben in den Abteilungen darüber entschieden werden kann, wie zum Beispiel jetzt ein Standbild in einem Film aussehen soll. Und von da aus muss ja dann das komplette Setting, das muss ja eine komplette Stage muss ja gebaut werden drumherum. Das heißt, an so einem Konzeptart hängt viel Geld dran teilweise und viel Arbeit. Ne? Und deswegen müssen diese Konzepte teilweise schnell erstellt werden oder sehr häufig geändert werden, weil das stimmt noch nicht und das stimmt nicht. Und das alles von Hand zu malen, also da werden mir mit Sicherheit auch einige Leute zustimmen, das ist zeitlich, das ist einfach nicht machbar in so einem Arbeitsumfeld. Ne? Na, eigentlich verrückt, das Bashing zu nennen, weil eigentlich nimmt man sich ja selber ein bisschen Arbeit ab. Richtig, also richtig. Es gibt auch extra Seiten dafür, die, ich glaube, also die halt tatsächlich komplette Pakete mit, also man findet auch bei Gumroad eine ganze Menge Packages für Fotobashing, wo man dann, weiß ich, Landschaften drin hat. Also für Matte-Painting wird das auch sehr häufig verwendet. Ich denke, das beschreibt einfach nur diesen Oberbegriff Fotomanipulation, mit dem aber heute schon gang und gäbe ist, dass auch komplette Matte-Paintings für Hintergründe damit erstellt werden können. Die Dinger sind sehr hochauflösend, ähnlich im Prinzip wie Stockfotos. Nur, dass halt mal jemand von seinem Urlaubstrip von Island, sage ich jetzt mal, eben 100 Fotos gemacht hat und er stellt die dann in so einem Paket für $10 zur Verfügung. Und ich bin vielleicht froh, weil ich für ein Landschaftsbild mal brauchen kann. Und von daher ist das eigentlich nicht schlecht. Also. Hört sich alles sehr sinnvoll an. Also Julia, tut mir leid, Fotobashing ist nicht das Mobbing von Fotografen, obwohl ich diese Interpretation liebe. Ja, da hatte ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Aber wenn man halt so in den englischen Foren unterwegs ist, dann nimmt man diese Begriffe halt mit, ne, und denkt gar nicht darüber nach, dass es ja auch eigentlich ein bisschen abwertend ist. Also es hat nichts mit Mobbing zu tun. Alles gut. So, ich habe hier noch ein paar Lookup-Tables, aber mit der finalen Wahl bin ich noch nicht so zufrieden, weil es dann doch sehr, also gerade jetzt aus der Entfernung heraus, sehr dunkel macht. Ja, ich denke, ich werde eher dann noch mal später im Kamera-Raw-Filter letzten Endes die Klarheit noch ein bisschen rumschieben, weil da so manche Bereiche noch nicht so ganz super sind. Aber ich finde es gut, also du hast auf jeden Fall ein Element gehighlightet, das erstes ins Auge springt und dann entdeckt man den Rest und das finde ich immer so schön. Deshalb fand ich auch die dunkle Variante eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Okay. Ja, es ist, ich denke mal, das hängt auch mal ein bisschen vom Bildschirm ab, aber tatsächlich von der Größe. Aber das hat mir dann gesagt, okay, es ist vielleicht noch nicht so optimal. Aber hier ging es jetzt tatsächlich eben so ein bisschen um was anderes, um die, hier, dass diese Bereiche, wo die Schatten halt eben sind, die kann man damit noch ein bisschen verschieben. Da gibt es dann auch noch ein paar andere Modi. Wenn es zusammen von der Beleuchtung her ist, eigentlich schon so ganz gut, aber dieser eine Farbstich, der ist vielleicht auch nicht verkehrt. Muss man halt mal schauen. Also der geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Na, mal schauen. Also ich bin da auf jeden Fall noch nicht hundertprozentig fertig. Dann geht noch ein bisschen Zeit drauf, das im Finale noch auszuarbeiten. Abgesehen davon, dass hier auch noch ein Fehler ist, denn diese Steinchen hier, die haben ja die gehen ja nach innen eigentlich, also dementsprechend dürfte die Kante nach außen nicht sein. Das ist noch ein Überbleibsel von der 3D-Bastelei und vermutlich muss ich da noch ein bisschen von Hand sowieso dran arbeiten. Oder die gehen einfach auf der Seite nach außen, das kann ja natürlich auch sein. Das ist natürlich auch möglich, dass sie so gesteckt, naja. Ich denke, das ist in Real Life sowieso schwierig, weil wenn die so runterfallen und die müssen sich so irgendwie aneinander vorbeischieben, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, ne? Aber gut. Siehst du, da sind wir schon wieder bei den Details. Und
Da braucht man dann vielleicht wirklich ein bisschen Bewegung im Bild oder irgendwie was, wo man wissen, dass sich die Blöcke bewegen, weil wenn du die einfach so hinstellst, im Stillleben können die natürlich auch gesteckt sein, also die einfach zusammengebaut. Stimmt. Und dass sie dann einfach so aneinander vorbeirutschen, dass das nur so Deko ist, ne? Das kann natürlich auch sein. Ja. Julia sagt auf jeden Fall, es war eine super tolle Masterclass. Wir sind ja schon am Ende. Also wenn jetzt noch jemand Fragen hat von euch, haut die raus. Ansonsten ist es zu spät für heute. Und Tim meint gerade, deshalb ist es so ein Fan von digitalen Workflow, weil natürlich ist es wahnsinnig schwer, Kamera RAW auf eine echte Leinwand zu packen. Hätten wir schon ein bisschen Witz so am Ende des Streams erwartet, Tim, aber kann ja noch werden. Wir sind ja noch nicht fertig. Jeden Fall. So, noch ein paar finale Details. Genau. Ein paar Wie Highlights. viel Zeit würdest du jetzt noch investieren, bis es fertig ist, oder ist es ganz offen? Das ist tatsächlich offen. Es ist halt, irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich sage, ja, jetzt ist es gut, jetzt ist es okay. Es hat den Charakter, den ich suche. Ne, man schaut sich natürlich auch die anderen an, dass es ungefähr in die Serie passt. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Aber es gibt immer so Qualitäten, bei denen ich sehe, dass es dann funktioniert. Ne? Sei es jetzt mit dem Licht und Schatten, ne, das ist noch nicht so perfekt. Wenn die Sachen stimmig sind oder eben halt auch, dass, wenn es an verschiedenen Stellen übergeht im Hintergrund, wenn das oft genug passiert, das ist halt, gerade da spielt man ja letzten Endes so ein bisschen mit Rhythmus, mit Wiederholung und das ist sehr individuell. Ich möchte schon fast sagen, wie bei Musik, ne, wenn sich das irgendwas, entweder ist es zu viel oder ist es zu wenig und dann ist das nur so das Maß dann ja, bei der elektronischen Musik vielleicht. Aber ja, ich schätze mal, es wird jetzt vielleicht noch 1 Stunde, 2 Stündchen dauern, bis es dann komplett ist. Aber die Vorarbeit jetzt, um dahin zu kommen mit dem 3D, waren jetzt auch schon gut 3 Stunden. Also das ist trotzdem noch überschaubar vom Zeitrahmen bei dem Motiv. Aber es klingt nach einem wunderbaren Plan und ich hoffe, wir können das dann irgendwo wieder bei Behance oder Instagram sehen, das finale Werk. Auf jeden Fall. Der Chat bedankt sich bei dir. Wavy sagt, es war sehr aufschlussreich. Stefan sagt, es war sehr inspirierend, finde ich auch natürlich. Und der Stream war inspirierend für ihn und auch der Chat. Danke für euren Input im Chat. Danke für die vielen Danke auch. lieben Worte. Und Helmut sagt, es war faszinierend und freut sich. Ich bedanke mich bei dir, Oliver. Ja, ich danke auch, dass ich hier sein durfte. Es waren wieder wunderbare 90 Minuten. Danke auch an den Chat und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und nicht vergessen, morgen und übermorgen gibt es Engineering Hours und eine After Effects Class am Freitag. Ich freue mich auf euch und liebe Grüße und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ciao.
Thank you.